Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Vampire The Masquerade in der 5. Edition. Ein Paper-Rollenspiel. Bist du vorgelegen? Moment. Jedes Mal derselbe Scheiß. Da. Dieses Buch. Nur falls ihr euch fragt, was wir da spielen. Mit dabei heute. schauen wir mal. Wer ist denn heute mit dabei überhaupt? Der Aesea wird gespielt von Araiguma. Guten Abend zusammen. Es wird wieder lustig. Ja, so kann man es nennen. Dann haben wir heute Sam, die wird gespielt von Feramin. Hallo. Dann Dr. Angela, unser aller Lieblingsbrucher, gespielt von Lilio. Hallöchen zusammen. Und last but not least, Bruce, gespielt von Kako. Einen wunderschönen guten Abend. Ja. Wir befinden uns immer noch in Texas an der Grenze zur mexikanischen an der Grenze zu Mexiko. So rum. Wörter in meinem Kopf. Ja, in der Stadt ohne Namen, von der unsere Spieler immer noch nicht gekriegt haben. Sie hatten immer irgendeine andere Sache zu tun, warum diese Stadt denn keinen Namen hat. Ja, die Vampirgesellschaft ist in Aufruhr, da der Prinz dieser Stadt ohne Namen verschwunden ist. Es steht eine Neuwahl des Prinzen in ungefähr in Time 2 Wochen an. Und ja, viele Dinge sind passiert. Unsere Vampire haben Bleiberecht. Und in der letzten Folge mussten sie sich einem hartnäckigen Stalker von Samantha erwehren und haben ihn ausgeschaltet, um das mal nett zu formulieren. Ja, und außerdem gab es einige Verwirrungen um den Klüngel, wie immer. Der Klüngel, dem Samantha und Dr. Angela angehören, neben dem auch noch Samanthas Erschaffer Andrew angehören und ein Vampir namens John, seines Zeichens ein Ventru, mit dem Aesea auf Kriegsfuß steht in letzter Zeit, oder eigentlich schon immer. Und ja, last but not least der Dicke, ein Nosferatu. Und ja, John ist nach einer Auseinandersetzung mit Aesea verschwunden. Und Aesea hat gepetzt beim Klüngel und hat Zwietracht gesät und anscheinend hat er auch damit Erfolg gehabt. Zumindest sind sich alle Mitglieder des Klüngels jetzt nicht mehr so sicher, ob der Klüngel noch diese heimatliche Basis und der Ort ist, worin man sich zurückziehen kann, der er eigentlich sein sollte. Zumindest habe ich Zweifel von Sam, Dr. Angela und Andrew vernommen. Ja. Währenddessen hat Bruce so seine ganz eigenen Probleme, hat versucht, eine Katze zu kaufen oder zu retten, die sich nicht mit seiner bisherigen Katze verträgt. Außerdem, Bruces Erschafferin Anna immer noch leichte Probleme, ihr Dasein irgendwie zu rechtfertigen in der Stadt. Und strebt immer noch nach Freiheit. Da kommt ihr gelegen, dass ein anderer Vampir, ein Brucher namens Adam? Alles mit A, deswegen Probleme. Seines Zeichens Erschaffer von Dr. Angela und vielleicht meist gehasste Person von Dr. Angela. Wer weiß das schon so richtig genau. Sich diese kleine Stadt ohne Namen ausgesucht hat, um ein bisschen Chaos zu stiften. Etwas, was dieser männliche Brucher schon seit einiger Zeit tut, schon bevor er Dr. Angela hat kennengelernt. Und angeblich gibt es einen Haufen Gangrel in der Stadt und Ausgestoßene, die Freiheit wollen, frei leben wollen und die Kamarilla der Stadt nicht unbedingt stürzen wollen, aber sie wollen ihren Platz fordern. Einen großen Teil der Stadt und da halt frei leben. Ja, Bruce ist da noch nicht so hundertprozentig überzeugt von seine Sire eher,
Vor allen Dingen die Ankündigung, sich zur Not diese Freiheit auch mit Gewalt zu erkaufen, sorgt bei Bruce immer noch für ein bisschen Bauchschmerzen, weil, ja, das Einzige, was Bruce bisher kennt von den Vampiren, ist halt auch nichts besonders Tolles so. Und Anna hat ihm halt auch gesagt, dass die Camarilla der Stadt sie an die zweite Inquisition verkauft hat. Aber was das genau bedeutet, da hat eigentlich Bruce überhaupt keine Ahnung von, so was diese Worte bedeuten, verkauft, zweite Inquisition. Ja, wer weiß das schon so richtig genau. Und er sieht wahrscheinlich die Dringlichkeit nicht, die Anna sieht bei dieser Sache. Mal sehen, wer weiß. Ja, so, es ist so ein bisschen der Status quo. Sam hat beim letzten Mal die, das Monster raushängen lassen am Ende der Session. Und hat ihrem Stalker, der sie jetzt so lange verfolgt und gepiesackt hat, und den Klüngel auch, auf brutalste Weise vernichtet. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch brutaler geht, ich glaube kaum. Aber, brutaler geht immer. Aber gut, keiner hat es großartig mitbekommen, was sie genau gemacht hat. Sie hat nur angekündigt, ihn zu beseitigen, und das hat sie wohl gemacht. Und keiner hat es sonst irgendwie miterlebt. Weder Isaiah noch Dr. Angela noch der Dame anwesende Ronan haben genau gesehen, was passiert ist. Das erklärt auch, dass alle nicht wissen, was Samantha noch mit dem Stalker besprochen hat in der Wüste, wo sie ihn denn beseitigt hat. Wir haben das zwischendrin in einer privaten Konversation geklärt, was Samantha noch so aus ihm rausgedrückt hat. Und da waren vielleicht einige interessante Informationen dabei, vielleicht ein paar irreführende, wer weiß das auch schon so genau, außer dem Storyteller. Mal sehen, was Samantha daraus macht. Ich würde ganz gerne einsteigen, wenn es ein, ich weiß nicht, Sam wollte ja zurückkehren, eigentlich noch nicht sofort, sondern hatte gesagt, sie nimmt sich in ein Motel, irgendwo abseits des Klüngels, und kehrt erstmal nicht zurück. Den Tag würde sie woanders. Und kommt erst wahrscheinlich erstmal von 180 erstmal ein bisschen runter auf Normallevel. Und deswegen ist es jetzt für mich auch gar nicht so, so an der Tagesordnung direkt in dieser Szene wieder anzuschließen, sondern vielleicht geben wir dem Ganzen ein paar Tage Zeit, wo sich Sam abgekühlt hat. Im Klüngelgebäude ist großes Tamtam und Unsicherheit von Andrew gibt, wo denn Sam abgeblieben ist, was Dr. Angela wahrscheinlich ausbaden muss, die ja da auch irgendwie vor Ort ist. Der Dicke und John sind ebenfalls, ja, der Dicke ist ja hin und wieder eh nicht da. Manchmal steht er in der Ecke, manchmal nicht. Aber John kehrt auch nicht zurück. Und Bruce genießt wahrscheinlich das Unleben. Versucht die beiden Katzen irgendwie zusammenzukriegen. Und betätigt sich da wahrscheinlich die nächsten Tage ein bisschen als Tierpfleger, ohne sich groß Gedanken über die Vampirgesellschaft machen zu müssen. Aber wir erinnern uns auch, dass Bruce seinen Freund bei der Polizei angesetzt hat auf bestimmte Dinge, die dieser herausfinden sollte. Und vielleicht spielt das ja auch nochmal eine Rolle. Und Isaiah wohnt ja gegenüber des Gebäudes vom Klüngel und hat mir im Vorgespräch heute verraten, dass er Angst hat vor einem gewissen anderen Ventru in der Stadt, mit dem er im Clinch liegt. Wer könnte das sein? Es gibt nur drei Ventru in der Stadt. Sabra ist es nicht. Sagen wir mal, es haben sich gewisse Sorgen ergeben aus den Geschehnissen der letzten Zeit. Ja. Und Sabra hatte ja angekündigt, sie war ja total begeistert sowieso von Isaiah, irgendwie mögliche Kandidaten für einen möglichen Ghoul, den Isaiah kriegen könnte, herauszusuchen. Und vielleicht gibt es da ja noch irgendwelche Sachen, die man klären könnte. Wer möchte denn beginnen von euch? Ich habe ja 4 Standpunkte, ihr seid überall woanders. Das ist ja fast immer so in dieser Runde. Gibt es irgendjemanden, der unbedingt sagt, ich möchte jetzt sofort beginnen? Ja, natürlich der Ventru. Ja.
Natürlich. Finde die Runde in dem Demento nicht. Ja, hier, ich schreit, wenn es um Spotlight geht. Es steht schon geschrieben, die Ersten werden die Ersten sein. Oder irgendwie sowas in der Art. Ja, so ähnlich, ja. Ja, genau. Ja. Was hat Isaiah gemacht? Ich sag mal irgendwie so eine halbe Woche, so 5 Tage können wir mal vergangen lassen. Nein, ich denke, so lange wird Sam mindestens brauchen, um ein bisschen runterzukommen, oder? Ja. Isaiah wird sich erstmal nicht zurück in seine eigentliche, er wird gelegentlich bei sich zu Hause vorbeischauen, aber er wird da nicht schlafen, sondern er wird sich wechselnde Motels suchen, eventuell mal zurück ins alte Büro und ganz klar vermeiden, da zu sein und vor allen Dingen vorhersehbar zu sein und vor allen Dingen vermeiden, da zu sein, wo John wissen könnte, dass er da ist. Oder der Dicke. das ist natürlich schwieriger, aber naja, man tut, was man kann. Und dann in nach so viel Zeit, wie ich sag mal, sich schickt, bei Sabra mal durchzuklingeln und zu fragen, hey, übrigens, du hast doch mal gesagt, du kennst da so jemanden, der, du kennst, hast eventuell eine Liste von Leuten, die kompetent und fähig sind und derer man sich habhaft machen könnte, wenn man ein bisschen Unterstützung braucht. Ich bräuchte Unterstützung. Mhm. Ja, so viele Motels gibt es in dieser kleinen Stadt nicht. Es ist eine Kleinstadt, aber ja, vielleicht bist du sogar hin und wieder mal im gleichen Motel abgestiegen wie Sam und weiß nicht, wie sehr Sam darauf achtet, nicht entdeckt zu werden. Vielleicht hast du das auch rausgekriegt, wo sie dann abgestiegen ist. Vielleicht muss Sam entscheiden, wie vorsichtig sie da ist. Hm? Ah, der Gesichtswürfel. Ja. Wir haben ja jetzt alle einen, glaube ich. Ja, ich schätze mal, Isaiah wird mich irgendwann mal gesehen haben. Mhm. Sehr gut. Das ist quasi so ein Motel, wo die Treppe außen ist, wahrscheinlich. So ganz traditionell. Und an so einem Abend, wo Isaiah eigentlich nur schnell irgendwo hin will, wo er was abdichten kann und sich quasi in den Schrank einsperren kann, sieht er Sam so am Fuß der Treppe und ist einen Moment erschreckt und geht dann so langsam auf sie zu und hebt so die Hand grüßend. Schon haben wir wieder 2 zusammengebracht. Das ist einfach Storyteller-Skill. Bist du nicht ein bisschen weit weg von deiner Wohnung? Glashaus, Steine. Ich nehme mal an, du hast dich mit John nicht ausgesprochen. Nein. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe nicht vor, mich mit John auszusprechen, solange wir in trauter Zweisamkeit sind. Ich habe gesehen, wie der Mann jemandem das Genick gebrochen hat. Da jetzt hätte ich gerne einen Puffer, bevor das ich... Das brauchst du mir nicht sagen. Und du? Ein bisschen Zeit für dich nehmen? Guckt sich so um. Es ist offensichtlich niemand hier. Ja, ich bevorzuge es gerade, alleine zu sein. Sag mal, du kennst dich doch hier in der Stadt auch aus. Oder du hast Kontakte. Kontakte eher als auskennen, aber ja. Kannst du mal rausfinden, ob du, oder mal schauen, ob du etwas bei eine Sarah Graham herausfinden kannst? Sarah Graham. Wer soll das sein? Und welche anderen Anhaltspunkte? Hispano-Amerikanerin. Scheint Geld zu haben. Also vielleicht ist es jemand, der in deinen Kreisen verkehrt. Okay. Kenne ich so jemanden? Also ich meine, ich habe mir wahrscheinlich zumindest mal eine Kartei geben lassen von jedem, der hier Rang und Namen hat.
Oder Geld. Oder Geld. Soweit ich das aus New York herausfinden konnte. Mach damals. Doch mal einen Wurf auf Wits. Vielleicht lieber Intelligence. Und was kann man da machen? Muss mir gerade mal nochmal das Charaktersheet nochmal aufmachen. Ich hätte im Angebot Investigation oder Insight, nee, Insight nicht, Etikette, Politics, naja. Politics ist, glaube ich, ganz gut, ja. Okay. Ich hätte noch eine Spezialisierung auf Recht in Politics. Ja, die fällt nicht in diesen Bereich, würde ich sagen. Alles klar. Also Intelligence plus Politics. Sagen wir mal. Das ist ein W10-System, kein W6-System. So. Das ist so korrekt, ja. Das sind zwei Erfolge. Jawohl. Mit zwei Erfolgen wirst du den Namen Sarah Graham nicht unbedingt kennen. Mhm. Aber die Familie der Grahams, also das scheint eine, ja, nicht, also es ist ja keine Adelniere oder so, ja. Aber, ja, das ist eine industriellen Familie und die haben Geld, ja, die haben hier Industrie mal irgendwie gehabt oder so, inzwischen nicht mehr, inzwischen ist das hier scheinbar irgendwie so ein bisschen so der Landsitz, könnte man sagen. Man hat so ein bisschen das unliebsame Kind der Familie hierhin abgeschoben. nämlich den ältesten Sohn der Familie, den Frank Graham. Und es gibt aber auch noch das Elternpaar und auch eine Schwester, die der Frank noch hat. Könnte okay. Halt entweder die Mutter oder vielleicht die Schwester oder ein Kind von Frank oder von der anderen Frau, oh, vielleicht haben die noch Kinder, aber das weißt du inzwischen noch nicht. Okay. Also er guckt so einen Moment lang so in die Luft, denkt nach und Sarah sagt mir nichts. Es gibt eine Familie Graham hier, die gut Geld haben. In früheren Zeiten hätte man gesagt Landadel. Heute, naja, eben das, was so übrig bleibt, wenn eine Familie viel Geld hat. Die leben aber wohl alle nicht mehr hier, sondern die haben wohl nur so einen ihrer Söhne als Verwalter hierhin geschickt, Frank. Vielleicht gehört die zu seiner Bagage, sage ich mal. Vielleicht eine Tochter oder eine. Weißt du, wie alt die sein soll? Ich habe keine Ahnung. Mich würde nur interessieren, warum sie so einem kranken Irren Geld gibt. Ach, die hat den Irren finanziert. Okay. Hat er zumindest gesagt. Und irgendwo hat er ja Geld, um das Gebäude zu kaufen. Aber wo. Hat er gesagt, das hat sie ihm gesagt, dass er irgendwas machen soll oder dass sie irgendwas. Ich meine, es ist nicht auszuschließen, dass in jeder Familie, die hier in der Gegend Geld hat, irgendein Kainit seine Finger drin hat. Das ist nun mal kleine Gegend, viel Geld. Mach nochmal einen Wurf auf Intelligence und Resolve und Sam kann das auch machen. Okay. Drei Erfolge für Isaiah und einen Erfolg für Sam. Sam ist da jetzt sagt das nichts weiter. Und Isaiah grübelt noch ein bisschen weiter nach, während er so mit Sam spricht und die Namen und Familienverhältnisse so ein bisschen in seinem Kopf hin und her jongliert. Und dann kommt dir irgendwie von einer ganz anderen Ecke deines Hinterhirns. Es gibt noch einen Frank Graham in der Stadt. Zwar kein Sarah Graham, aber Frank Graham. Den Namen habt ihr schon gehört, und zwar ist der primogen.
Oh. Oh. Ah. Für den was? Clan des Mondes. Der Malkavianer Primogen. Mhm. Nee, warte. Verdammt, wo ist das Dokument, wenn ich es brauche? Das ist richtig. Ja. Ja. Belächelt von Sabra und von den anderen. Ja. Oh. Du siehst, wie Isaias Gesicht entgleist und Isaias guckt so über die Schulter, so die Treppe runter, er steht quasi gerade so eine Treppenstufe unter dir und guckt dann wieder zu dir. Hast du ein Zimmer hier? Wir sollten ja reingehen. Und er geht dann quasi an ihr vorbei. Hier, und lässt sich quasi ins Zimmer führen. Klaro. Und guckt dann so, als die Tür zu ist, und senkt dann die Stimme und flüstert eigentlich nur noch. Frank Graham ist möglicherweise der Malkavianer Primogen hier. Die Familie hat mit Sicherheit irgendwas mit Kaniten am Stecken. Möglicherweise ja, sie es alle. Und das könnte ein Grund sein, warum sie einen Irren. Ich meine, vielleicht fühlte sie sich ihm seelenverwandt. Gut, aber er hat gesagt, er glaubt nicht an Vampire. Also er kann damit nichts anfangen. Er muss nicht an Vampire glauben, um von Vampiren benutzt zu werden. Die besten Leute, mit denen ich gearbeitet habe, haben nicht daran geglaubt, dass es mich gibt. Also, es. Und ich sage es dir ganz ehrlich, Malkavianer sind eine andere Sache. Hast du schon mal einen getroffen? Nein. Weißt du, was Malkavianer sind? Wie viel hat dir Andrew erzählt? Andrew hat mir etwas erzählt? Bitte, ich glaube, du hast genügend mitbekommen, um dir diese Frage selbst beantworten zu können. Hat dir John was gesagt? Nicht wirklich. John hat mir nur sehr wenig über die anderen Clans erzählt. Also vor allem nicht über die Clans, die nicht selber bei uns vertreten sind. Dann lass mich dir etwas über Malkavianer sagen. Malkavianer sind bestenfalls geistesgestört und im schlimmsten Fall völlig unberechenbar. Dann, also ihn würde ich in die Kategorie unberechenbar zählen. Aber weißt du, wo die Familie, wenn du sagst, sie haben nur einen hier, wo leben die denn sonst? Weil ich meine, der Typ ist ja seit Sacramento hinter mir her gewesen. Oder kannst du das rausfinden? Ich schaue auf jeden Fall. Ich sag dir nur, es kann was dauern, bis ich was rauskriege, weil ja. Ich möchte ungern einem Primogen dieser Stadt auf die Füße treten. Ja, aber müsste da nicht irgendwie der ganze Familienclan Kainiten sein? Oder? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch schon so abgefuckte Situationen gesehen, wo jemand Vampir war und weiterhin versucht hat, mit seiner normalen Familie zu leben. Okay. Aber das ist krank und ich meine, das würde durchaus ins Schema passen für einen durchgeknallten Malkavianer, okay. Aber ja, man muss ziemlich viel machen, um das auf die Reihe zu kriegen und man muss auch ziemlich gestört sein und das macht auch was mit uns, wenn wir versuchen, auf Teufel komm raus Menschen zu sein oder mit Menschen zusammenzuleben. Und es ist nie schön, langfristig. Es wird immer schlimm. Was habt ihr eigentlich noch mit seiner Wohnung gemacht? Wir haben die Bänder gelöscht von den Überwachungskameras mit Rons Hilfe und Angelas Hilfe. Und dann sind wir gegangen. Habt ihr noch irgendwas in der Wohnung gefunden? Irgendwelche Aufzeichnungen oder so? Ich habe mich ein bisschen umgeguckt und
Der Typ hatte viel über dich. Wirklich viel. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich war ein bisschen versucht, mir das alles einzupacken. Aber und also er lächelt so ein kleines Lächeln. Die gute Seele deines Klüngels hat darauf geachtet, dass mir meine Gier nicht zu meinem Schaden wurde. Das ist doch besser so. Ich glaube, sonst hätten wir auch noch ein ernsthaftes Problem miteinander bekommen. Wenn du Fragen hast, kannst du sie mir stellen. Aber es gibt auch Dinge, die jemanden, den ich kaum kenne, nicht wirklich etwas angehen. Und es gibt Menschen da draußen, deren Schutz mir wichtig ist. Wir haben alle jemanden, der uns wichtig ist, natürlich. Ich habe sie aber schon in sehr realer Gefahr gesehen, eben durch diesen Typen. Ja, ja. Sam, es tut mir leid. Ich sage es dir ganz ehrlich, es sind alte Reflexe, die sind schwer abzulegen. Ich möchte, dass wir gut miteinander auskommen. Ich glaube ganz ehrlich, dass Andrew, auch wenn er manchmal ein bisschen durch den Wind ist, das Herz am rechten Fleck hat und dass du es eigentlich auch hast. Das. Ich weiß nicht mehr, ob ich das unbedingt bejahen würde. Aber eine andere Frage. Hast du irgendwas gefunden über die Leute, die er aus dem Weg geräumt hat? Irgendwelche Namen, Adressen? Habe ich, Fragezeichen. Ich kann mich ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben nicht genau definiert, was da alles. Du hattest zumindest zwei Namen, hattest du rausgekriegt, ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr welche. Joe Miller? Und Sandra hattest du, die zwei Namen hattest du rausgefunden. Genau, ja. Ja, das sage ich auch bereitwillig, weil die mir absolut nichts sagen. Also was hat er genau über sie dokumentiert? Hat er sie beseitigt oder waren sie nur auf, oder hat er überhaupt irgendwas über seine Morde dokumentiert oder? Nee, da stand keine Morddokumentation drin. Nee. Genau, aber genau Adressen und Tagesabläufe und Joe insbesondere scheint sein Zorn Effekt zu haben, was wahrscheinlich einfach an seiner Männlichkeit lag, wie ich vermute. Also wie Isaiah vermutet. Ich denke mal, du vermutest richtig, nachdem er dich und Bruce ja auch schon auf dem Kieker hatte. Ja, John und nachher auch Ronan. Ronan ist ein gutes Stichwort. Ich sollte ihn dringend erreichen. Ja. Ich denke, von Ronan kannst du dir vielleicht auch mal was über Frank Graham erzählen lassen. Ich muss zugeben, ich habe Schwierigkeiten, mich an Ronan zu gewöhnen, aber er macht immer wieder das Richtige. Was mich überrascht. Wie überrascht es dich? Ich erwarte die Leute, dass die. Ich erwarte von Menschen unseres Schlags, nein, von Kainiten erwarte ich eigentlich mehr Rücksichtslosigkeit, mehr Biss. Du solltest nicht immer von dir auf andere schließen, Herzchen. Vielleicht solltest du dir nicht so sehr John zum Vorbild nehmen, sondern vielleicht eher solche Leute wie Ronan und Bruce. Oder Angela, ja, ja. Angela kann ich schwer einschätzen. Sie kämpft zumindest für das, wovon sie überzeugt ist. Das auf jeden Fall. Aber ich könnte ihr zu, ich traue ihr zu, dass sie auch ziemlich skrupellos sein kann. Ja, aber das finde ich sympathisch. Das wundert mich jetzt nicht. Na gut. Ich muss zugeben, ich mache mir Sorgen wegen John. Und ich mache mir Sorgen um mich. Ich muss ganz ehrlich zugeben,
Ich schlafe nicht in meinem Apartment, weil John weiß, wo dieses Apartment ist. Und ich denke, du kannst beruhigt nach Hause gehen. Weil John hat deutlich mehr Erfahrung als wir beide zusammen. Und diese Stadt ist nicht besonders groß. Ich glaube, du kannst dich hier nirgendwo vor ihm verstecken, wenn er dich finden möchte. Und er hat mit dem Dicken einen sehr guten Freund, der, du weißt, du hast es schon erlebt, wenn der Dicke auf einmal auftaucht. Und nachdem du gesehen hast, dass John hier mit irgendwelchen Leuten telefoniert, vielleicht ist er schon deutlich besser vernetzt, als wir es wissen. John ist die eine Sache. Ich glaube, der Dicke hat zumindest noch einen weichen Punkt in seinem Herzen für Andrew und für dich, auch wenn das nicht so gerne zugibt. Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber wie gesagt, ich glaube, du kannst dir das Geld sparen und beruhigt nach Hause gehen, weil wenn John dich finden will, dann wird er dich überall in dieser Stadt finden. Weißt du, wir hatten damals in der Kanzlei einen Spruch. Die Frage ist nie, ob etwas möglich ist, sondern die Frage ist immer, ob es es einem wert ist. Und ich versuche nur, die Kosten für John so hoch zu treiben, dass er das vielleicht vertagt. Oder er wird dadurch besonders wütend und lässt es dann an dir aus. Ich nehme meine Risiken. Ich spiele meine Hand, so wie ich sie habe. Und ich hoffe auf das Wohl aus. Sam, das war mir eine Freude. Wenn du noch mehr über diesen, über die Familie Graham rausfindest, ich denke, ich werde auch bald wieder zu Hause sein. Oder was man so zu Hause nennen könnte. Im Bürogebäude. Lass es uns so sagen. Sam dreht sich so halb um zur Tür, dreht sich dann nochmal zurück und guckt über die Schulter und sagt, was ich dir jetzt gesagt habe, ist meine Entschuldigung für das, was ich auch im Flügel angetan habe. Mehr kostet mehr. Nichts auf dieser Welt ist für umsonst. Okay. Und dann geht er sehr und sucht sich sein eigenes Zimmer. Gut, dann springen wir mal rüber zu Bruce. In seinem Apartment. Was macht Bruce denn gerade so? Was hat er die letzten Tage? Wir haben ihn ja jetzt eine Weile nicht gesehen. Das ist absolut richtig. Das hatte auch viele Gründe. Einer von diesen Gründen war, dass er, ich sag mal, von der falschen Annahme, die Katzen würden sich auf Anhieb verstehen, resultierte Massaker der, ja, der Wohnungsmöbel. Das musste er irgendwie wieder richten, weil gerade das ganze, also das ganze, also der Couchbezug und sowas wurde da komplett zerrissen, zerschlissen. Ja, da wurde er quasi jetzt immer, hat er sich darum gekümmert. Anna hat ja einen guten Chat unter ihre Fittiche genommen. Wahrscheinlich auch mittels böser Vampirmagie, was Bruce jetzt an sich nicht so toll findet, aber ist, glaube ich, das Beste für die Situation. Ja, böse Volo-Volo-Sachen. Ja, tatsächlich würde Bruce mal ein bisschen jetzt Abstand nehmen, weil ja irgendwie jedes Mal, wenn er sich jetzt aufgemacht hat, irgendwie um zu gucken, wie es dem Klüngel geht, ging es halt immer um, irgendwer ist wieder abgekratzt, wurde umgebracht, ja, und muss schon wieder eine Leiche wegbringen und so. Und gerade weil ja auch Bruce, glaube ich, auch weiß, dass das Elysium bald ansteht, würde er sich jetzt mehr auch so darauf besinnen, erstmal ein bisschen mehr zu Hause zu bleiben. Und auch nochmal genau zu schauen, wie jetzt Anna sich in den nächsten Tagen so verhält, also wann sie ja aus dem Haus geht, wann sie wiederkommt, ob sie irgendwie auch ein bisschen nervös zu sein scheint, sich irgendwie auf irgendwas vorbereitet eventuell, so in der Richtung vielleicht. Aber ansonsten, vielleicht braucht er auch mal ein paar Tage Urlaub von den ganzen Chaoten und von sich selbst, den größten Chaoten. Ja, ja. Sie würde mit dir durch die Wüste laufen,
nachts Nein. und so. Und so ein bisschen hat es so ein Pack-Feeling. So ein Lone, also ja, nicht Lone Wolf, sondern so die Wölfe im Rudel halt ja. ein bisschen durch die Freiheit laufen, irgendwie die halt immer in den Grenzen der Stadt bleibend, weil es ja bekannt, dass ihr nicht raus könnt, auch bei euch beiden. Ja, also wenn das dann auf dem Level ist, würde dann auch auf genauso dann auch da würde ich einsteigen, sich da so ein bisschen drin entfalten wollen. Gerade weil ja Bruce sich aber sehr gut hier auskennt, würde er dann nochmal zu Stellen gehen, die vermutlich nicht so bekannt sind. Jetzt weiß ich nicht, wie das, als ich als Spieler nicht genau, wie die Umgebung jetzt genau aussieht. Aber gerade wenn das so in der Wüste ist, mal schauen, wenn es da irgendwelche Canyons gibt oder so. Also in dem Gebiet, wo man sich halt aufhalten kann. Da gibt es ja einen auf jeden Fall. Wo vielleicht noch irgendwelche Metallketten oder so an den, was bloß nicht weiß. Wird mal klauen, wenn es da irgendwie so eine alte, ab und zu gibt es da so alte Schächte, so alte Minenschächte, die man da unten gehen, die sind immer ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Um sich da mal sowas anzuschauen, weil Bruce ist da immerhin der kleine Biologie-Nerd, das ist er immer noch, und dann probiert er dann natürlich, also, weil Bruce ist ja immer noch nicht so in diesem Beziehungsding drin, so ein bisschen sich so, ja, nicht aufzuspielen, aber so ein bisschen zeigen, wie was er so drauf hat, und dann ja, wandelt er so das nachts durch die sternbeschienene Landschaft dieser Wüste, wo er durchaus dann man merkt, dass diese Wüste ja mehr Leben aufweist, als man so zu glauben scheint. Da würde dann mal irgendwie solche Orte auf so auch mal reingehen vielleicht, weil ist ja durchaus sehr, sehr sportlich erstmal so vom Körpertyp her. Und das halt dann so mit Anna ein bisschen erkunden hat, auch sehr, sehr viel Zeit mit ihr verbringen und so. Und ja, wenn er dann so langsam dieses Pack, also dieses, wohl er wird es halt nicht als Pack-Feeling empfinden, vermutlich, zumindest gehe ich jetzt davon Bruce aus, sondern das ist halt wirklich so das, was er sich immer unter so einer Familie halt erhofft hat irgendwie. Ne? Man verbringt eine Zeit miteinander, man, ne, Zuneigung zueinander und hat halt einfach eine Bindung, was er halt vorher nicht kannte. Und dementsprechend genießt er das dann eben halt auch besonders mit Anna natürlich. Würde halt trotzdem nicht den Blick dafür verlieren, wie sie sich sonst so verhält. Ob sie irgendwie unruhig ist, gerade weil sie das ja auch angesprochen hat. Das letzte Mal, wo sie, wo, also bei der letzten Sitzung mit Joao angesprochen hat, ob sie da irgendwie noch, ja, ob das so ein bisschen an ihr frisst oder so, das würde er halt mal nochmal schauen. Nee, eigentlich nicht. Sie scheint sehr ruhig zu sein. Irgendwie gar nicht irgendwie aufgewühlt oder sonst irgendetwas. Scheint das auch zu genießen, die Zweisamkeit oder so. Hin und wieder weist sie dich jedoch darauf hin, irgendwie, dass ihr zwar alleine durch die Wüste lauft, aber dass halt in der Ferne immer wieder Kojoten oder andere Hunde irgendwie zu hören sind. Dann kriegt sie immer so ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja, Bruce auch, tatsächlich, weil er ist ja generell, was so alles rund um die Tierwelt angeht, halt sehr, sehr affin. Dann würde er halt auch irgendwie immer lauschen, wenn das dann halt es kann durchaus das nachts mal ein bisschen lauter werden und häufiger werden, dieses Heulen. Sich vielleicht auch irgendwie einen Felsen suchen und dann vielleicht einfach nur nebeneinander sitzen und sich halt dieses Geheule anhören vielleicht ein bisschen. Gerade wenn dir das halt gefällt, würde Booster so natürlich auch dann darauf eingehen und sich halt hinsetzen, irgendwie vielleicht zu den Sternen hinausschauen, weil sich diesem Geheule widmen. Schön, nicht wahr? Ja. Starre halt so vielleicht geradewegs auf so eine Bergkette hin. Was auf so eine kleine Bergkette. Ja, hast du recht. Geld ist so, ist ein bisschen wie in so einem schlechten Film, halt irgendwie so, guck ich so ein bisschen näher an Anna so. Es ist schon irgendwie anders geworden, alles. Schlimmste ist, ich würde echt gerne mal zu ihnen rübergehen. Die können so nach geradeaus. Die können da nicht hin. Ich weiß. Ich weiß. Noch das ist nicht. Eigentlich das. Noch nicht, ja. Ich kenne mich ja da nicht so aus, aber ich frage mich immer noch, was das ist hier, was uns hier einschließt. Ich schaue so nach links und nach rechts, so in Richtung Himmel. Weil da ist ja kein Zeichen zu erkennen, kein gar nichts, aber halt, er weiß ja, dass diese Barriere da ist. Diese Glocke quasi, diese Stadt umhüllt.
Da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich meine, du bist da ja nun mal viel mehr drin als ich. In was? In diesen ganzen Vampir-Sachen. Er schaut so an sich runter, so ich. So bist du da weniger drin als ich? Ja, also du bist da länger drin als ich. Wir sind da alle gleich, wir sitzen an dem gleichen Boot. Ich meine, ich habe mir einfach nur gefragt, was das sein soll. Irgendwie, ich kenne das halt nur aus Filmen. Irgendwie. Vielleicht ist ja irgendwie eine tote Maya-Stätte hier oder sowas. Aber das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das albern ist, aber ich dachte halt früher auch, dass es albern wäre, an sowas wie Vampire zu glauben. Und Werwölfe und so. Und naja. Ich frage mich halt nur, dass diese ganze Sachen, die gerade passieren und der ganze Trubel eigentlich doch sowieso total zweitrangig ist, wenn man bedenkt, dass hier immer noch dieses Ding ist, was uns abhält, davon wirklich frei zu sein. Ja. Es macht auch gleichgültig, wenn man sich das nicht in den Hinterkopf brennt. Ich habe Jahrzehnte hier gelebt und es war mir egal, ob das eine Kuppel ist oder nicht. Ich meine, ich lebe ja auch schon relativ lange. Klar, da war das noch nicht so mit der Kuppel. Zumindest vermutlich nicht. Aber ich habe auch 3,5 Jahre hier gelebt, ohne eine Frage gestellt zu haben, warum die Stadt eigentlich keinen Namen hat. Ich meine, für mich war das praktisch damals. Wenn da jemand aus England kommt und will ein neues Leben anfangen und da ist eine Stadt, die hat keinen Namen. Das war praktisch, aber jetzt, wo ich darüber immer mehr und mehr nachdenke, ist es echt verrückt eigentlich. Ja. Ich finde diesen Ort aber auch schützenswert, wer auch immer diese Kuppel erschaffen hat, ist. Weiß nicht. Wenn dann hier. Oder es kann sein. Ich meine, entweder ist jemand dafür verantwortlich oder etwas. So wie Indiana Jones, irgendein Artefakt oder sowas. Weißt du? Vielleicht. Vielleicht kriegen wir das heraus, wenn wir Einblick in die Geschäfte der Camarilla bekommen durch Adam. Immerhin haben wir, wenn wir dann unseren Platz sicher haben, ein Recht zu wissen, was hier los ist. Ich weiß immer noch nicht, ob ich dem Typen trauen will oder nicht. Ich habe viel zu viel Angst davor, dass er dann doch, ich meine, Pnava wusste von ihm und so. Vielleicht hat er das den anderen Vampiren hier gesteckt und Adam ist doch nur irgendeine Puppe in diesem Spiel. Ich habe bei dem Pnava echt ein mieses Gefühl. Irgendwie. Ich glaube, der steht auf dieses puppenmäßige Marionettengebaue und welche Intrigen zu schmieden. Und ich weiß nicht, für mich ist das immer noch so eine Sache. Das sind fast alle unserer Brüder und Schwestern. Ja. Sie wissen einfach nicht, was sie verpassen, wenn sie bis nachts umherziehen und ihre Intrigen spinnen und nicht wie wir hier sitzen und die Freiheit genießen. Ich verstehe das auch nicht, wie man so sein kann. Aber ich weiß nicht, ob der Weg, den Adam da einschlägt, der wirklich richtige ist. Vor allem, wenn er das dann mit Gewalt klären will. Wie willst du es? Wenn wir nicht anerkannt werden, kommen sie irgendwann und nehmen uns genau diesen Felsen, auf dem wir jetzt hier gerade sitzen, weg. Sperren uns ein, verkaufen uns an die zweite Inquisition. Oder machen noch schlimmere Sachen. Das Ding ist, ich kann es halt nicht einschätzen, weil
Ich meine, klar, wenn sie was dann andere, also wenn sie dann alle anderen kriegen, natürlich, dass das dann so ist, aber ich meine, ich lebe jetzt schon echt lange hier und zumindest wurde ich noch nicht direkt erkannt. Also auch du, dass du bei mir bist und dass wir jetzt zusammen wohnen. Es ist zumindest noch keinem aufgefallen, weil wir uns Es ist halt. eine Frage der Zeit. Wir leben Ja. ohne den Tod fürchten zu müssen. Das Ding ist, Wie ich frage lange mich, ob kannst du es. das aufrechterhalten? 10 Jahre? 20? 30? Die Bis Frage, ein die ich mir immer stelle, Nosferatu nur ist. rausfindet, wo wir sind. Ja. Die Einer Frage von ist. deinen Freunden aus dem Klüngel nicht dicht hält. Vielleicht trittst du ihm irgendwann mal auf die Füße und sie wollen irgendwas von dir, du hast keine Lust darauf und dann rächen sie sich an dir, du weißt, wie das Spiel läuft. Ja, also zumindest wenn, ich kenne mich ja, ich habe es ja schon oft gesagt, nicht aus mit den anderen Leuten. Ich habe auch, Ronan hat mir doch auch noch nicht, also nur kurz geantwortet, wer hier alles das Sagen hat. Aber wenn alle dieser Ventru so sind wie Aiseia und alle Toreador wie, was weiß ich, Sam oder so, ich finde es halt schwer zu sagen, wie sie darauf reagieren werden, dass auf einmal irgendwelche Ausgestoßenen, die, zumindest wie ich das jetzt auch verstanden habe, deren Clans ja eigentlich ausgetreten sind, hier für ihren Platz kämpfen wollen. Also an sich hoffe ich halt, dass sie irgendwie noch Verstand haben, das einfach einräumen. Weil, ich meine, wir sind ja alle gefangen unter dieser Scheißkuppel, wenn wir uns anfangen, auf einmal alle abzuschlachten oder, was weiß ich, zu bekämpfen, dann Das führt ist doch zu nichts. Natur, Bruce. Das ist menschliche Natur, aber richtig Natur in Frieden zusammenleben, Es ist auch ist das nicht. wölfische Natur. Wenn der Alpha-Wolf nicht mehr kann, das Rudel nicht mehr anführen kann, fordert ihn ein anderer heraus. Das Tier, was nicht mehr kann, wird gerissen. In dem schlimmsten Fall wird der Herausforderer zerrissen, weil Dann hat er wenigstens für seine Sache gekämpft. Die Alternative ist ein Leben in ständiger Knechtschaft. Ohne Freiheit. ja, Bruce schaut so nach unten, zeichnet so mit dem Stiefel, ja, hat dann so Muster in den Sand. Ich habe kein Problem damit, für die Freiheit zu kämpfen, aber was es mich kosten könnte, dafür fürchte ich mich. Das ist gut so. Wenn du nichts hast, wovor du dich fürchtest, dann wäre ich noch vorsichtiger, für was du kämpfen willst. Wenn man was zu verlieren hat, ist man umso stärker. Aber nicht, wenn das, was ich zu verlieren habe, mit direkt dabei ist. Meinst du mich? Nein, ich meine diesen Kaktus da vorne. Knufft dich und drückt dir einen Kuss auf den Mund. Guck so ein bisschen grumpy rein, ich will so. Das meine ich ernst. In meinem wirren Gehirn spielt sich immer noch diese Szene ab mit dieses ganze Ding mit wir überfallen das Elysium ist geplant von irgendwem. Irgendwer hat Andrew und nicht Andrew, ah, kennst du den A-Namen? Danke, danke. Adam. Oh, irgendwer hat Adam Angela, unter Adam, Andrew. Amanda, Ja. Anna. Irgendwer hat Adam unter seine Kontrolle gebracht oder ein Deal mit ihm ausgehandelt. Das alles nur, damit du da erscheinst. Das ist super unwahrscheinlich. Ich weiß das, wie wir das auch vermutlich klingen, aber die Möglichkeit besteht immer noch. Ich weiß nicht, was diese Zauberer imstande sind, wie viel Kontrolle diese reichen Venture haben.
Und von diesen verrückten Malmozianern und Nosferatu ganz zu schweigen. Das heißt, du würdest hingehen und kämpfen, wenn ich nicht dabei wäre? Und das würdest dich wohler dabei fühlen? Wohl fühle ich mich nie dabei. Das war nicht die Frage. Mir ist nur wichtig, dass hier nichts geschieht. Nun, wenn es zur Auseinandersetzung kommt, möchte ich auch nicht, dass dir was passiert. Und wenn es hart auf hart kommt, denke ich, kann ich dich besser verteidigen als du mich. Da hast du... kratzt sich auch so am Kopf. Ja, das stimmt wohl. Da hast du wohl recht. Also muss ich eigentlich viel mehr Angst um dich haben, als du um mich. Ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Schaut so in die Richtung. Ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Dass wir Ruhe leben können. Und da hast du vollkommen recht. Mit diesen Leuten geht das nicht, aber ich... Na, du hast gesagt, sie sind nicht alle böse. Die, die ich kenne, sind, also... Wir wissen beide, der Schnösel ist ein Arsch. Mhm. Ja. Er ist ein Schnösel. Er hat bestimmt noch nie auf seinem Felsen gesessen und in die Sterne geschaut und den Kojoten zugehört. Und wenn doch, dann hat er es vielleicht vergessen. Oder was weiß ich. Für irgendeinen Vorteil getan. Warum auch immer, aber ja. Aber ich traue den beiden Frauen, Sam und Angela, ich zumindest... Was ich jetzt sagen würde, sehen sie nett aus. Bei diesem Dicken, keine Ahnung. John ist genauso ein Schnösel, obwohl der Dicke recht gruselig ist. Sehen nett aus, ne? Ich. Er lässt das unkommentiert. Ja, grinst auch bei dem dabei. Er rollt mit den Augen. Und Andrew weiß ich nicht. Der sieht auch nett aus. Ja, das stimmt. Er sieht sehr, sehr sympathisch aus. Aber vielleicht täuscht das auch. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich... Ein paar Sachen, die er von sich gibt, den kann ich nicht zustimmen. Aber ich halte ihm immerhin hoch, dass er für seinen Klüngel sich einsetzt. Das sind Sachen, die ich wichtig finde und gut recht. Und recht ist, finde. Ist diese Angela nicht so auch, ich weiß nicht, ein Brucher? Ich glaube schon. Bisschen verwirrt, kann sein. Dann müsste sie eigentlich auch von unserer Sache zu überzeugen sein. Ja, ich habe mit ihr darüber geredet. Und? Grundlegend, glaube ich, war die Idee nicht schlecht. Empfand sie auch nicht als schlecht. Es gibt nur das Problem mit ihrem Ex-Freund. Mhm. Du weißt, dass Adam ihr Ex-Freund ist. Oh, nein, in der Tat nicht so richtig. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem sie noch etwas hapert. Vielleicht muss ich mich mal mit ihr unterhalten. Vielleicht ist ein Gespräch unter Frauen ganz gut. Oder sie hat genug davon, weil sie den ganzen Tag mit Sam rumhängt. Das kann ich nicht einschätzen. Vielleicht. Ja, Bruce, mach mal einen Wits Awareness Check. Oh. Unvorbereitet. Wits und Awareness. Oh je, das ist aber... Nicht so viel. Weil immerhin zwei Erfolge. Ja. Du merkst, wie sie auf einmal irgendwie den Kopf herumruckt und in Richtung Stadt schaut. Leicht die Augenbrauen so nach unten zieht. Die Stirn halt in Falten legt. Du selbst hättest das nichts irgendwie gehört oder so. Da kommt jemand.
Okay. Dann würde ich mich mal umschauen. Ich kenne mich ja relativ gut aus. Gibt es eine Stelle hier in der Gegend, wo man sich gut verstecken könnte? Ihr seid halt mitten in der Wüste, ne? Also. Ja gut, gibt ja durchaus mal Canyons, irgendwelche großen Felsen oder sowas, die da sind. Du kannst ja halt hin, die sitzt ja auf so einem Felsen, also kannst dich ja hinterseits stellen oder so, ja. Ja, komm, dann hier hinter. Dann springe ich mit einem Satz halt relativ flach von diesem Felsen ab. Dann, je nachdem, wie groß der wirklich ist, dann ist nämlich so relativ gelandet runter. Ja. Wartet irgendwie ein paar. Ich würde mich natürlich auch sehr darauf konzentrieren, mal irgendwie zu schauen. Mhm. Oder halt vor allem halt auf mein Gehör. Ja, du hörst. Du hörst ja keine richtigen Schritte, du hörst eher Tiere, die sich nähern. Pfotengeräusche auf Sand. Oder beziehungsweise hier auf Geröll, Sand, das ist ja so ein. Okay. Kann man abschätzen, wie groß das ist? Also ist das jetzt irgendwie eine Katze oder so? Ja. Du würdest eher so auf Hund oder so tippen. Okay. Okay. Schaut sich denn Anna auch um? Also wer da ist und was macht die? Sie beobachtet eher so, was du tust. Okay. So ein leichtes, süffisantes Grinsen auf dem Gesicht. Okay. Ja, ich würde halt also ganz kurz mal hervorlugen. Ja, wenn du mal nicht so viel Animalism, aber ich habe Sense the Beast. Ich würde gucken, ob ich denn in der näheren Umgebung irgendwie einen Teil dieser Bestie erkennen kann in lebenden oder untoten Sachen. Ja. Genau, dafür müsste ich würfeln auf Resolve und Animalism gegen Composure und Subterfuge. Mhm. Gegen diejenigen. Da tut sich auch bei mir nichts. Von den Würfels her. Da kommt's. Noch 4 Erfolge. Ja. Du nimmst definitiv 2 große Hunde, beziehungsweise eher wolfsartige Hunde wahr. Und die sind nicht normal Tier. Mhm. Du spürst dieses tiefe, innere Ding, was auch in dir drin steckt. Mhm. So. Bei Bruce sah es halt so folgendermaßen aus. Er hat sich ja unten auf dem Boden dieses Felsen halt erstmal so ein, war wahrscheinlich eher so hingehockt, will dann so ganz vorsichtiger mit dem Kopf so, sag ich mal, schauen. Dann würde ich die Augen zusammenkneifen und dann halt diese großen hundeartigen Wesen erkennen, also wahrscheinlich mehr Wolf oder so. Und nimmt dann halt so geruchsmäßig das erstmal auf und dann schließt er so kurz die Augen. Nach ein paar Sekunden öffnet er die dann wieder und schaut auch sehr, sehr fokussiert aus und starrt halt dann in diese, in die Bestie, kann er dann diese Bestie wirklich sehen, wie sie da drin ist. Mhm. Dann schaut er so bisschen, weil er glaubte, dass das Anna jetzt irgendwie inszeniert hat, so kurz zu Anna. Sind das deine neuen Freunde? Interessant, dass du das rausgekriegt hast. Weiß nicht genau, wer es ist. Nun, es sind deine Freunde, du solltest dich zumindest mal Hallo sagen. Du wolltest dich verstecken. Wenn du sagst, kommt jemand näher. Das stimmt ja auch. Kann ja auch was ich wäre sein. Mal schauen, wie gut du mich beschützen kannst. Und krieg eine Benotung, Meister? Ich drück dir einen Kuss auf die Backe. Mindestens eine 8, sehr gut. Und dann stehe ich auf und dann gehe ich so hinter dem Felsen hervor. Ja, du siehst gerade, wenn du dann darauf vorkommst, siehst du die beiden großen wolfsartigen Hunde, die sich nähern und wie sie halt in der Bewegung die Form verändern. Und zu Menschen werden die auf allen Vieren laufen und sich dann langsam aufrichten.
kommt einer mit mir? Oder ja, die steht jetzt hinter dir. Okay, nicht also, hier ist einer vor, hallo. Hallo. Ja, dann steht halt Bruce so schüchtern, wie er nun mal ist, halt einfach da und bringt nur so ein Hi heraus. Hi. Schau so zu Anna, den beiden. Ich gehe mal davon aus, ihr kennt euch. Wer seid ihr? Oder besser gesagt, ich bin ja noch mal relativ lange hier. Kenne ich die? Also die Menschengestalt von denen? Ist ein Mann und eine Frau. Vielleicht hast du die sogar schon mal irgendwo in der Kneipe oder so gesehen, aber noch nicht so richtig als Vampir wahrgenommen. Oder als. Kann sehr gut so passieren, ja. Der Mann stellt sich als Jerry vor. Und die Frau heißt Trina. Trina. Mhm. Immerhin kein Name mit A. Super. Deswegen musste ich gerade nochmal klicken. Sehr gut. Nächste Zufallsname. Zack. Direkt wieder A. Ja, Bruce steht da total schüchtern vor den beiden so und weiß halt jetzt auch nicht, was er mit dem besprechen soll, weil schaut ihr dann so ein bisschen fragend zu. Anna schaut dann auch fragend in deren Richtung, meint so, hatten wir nicht abgemacht, dass ihr uns in Ruhe lasst? Und die Trina nickt nur so und meint dann, ja, hatten wir, aber du hattest auch gesagt, du möchtest wissen, wenn wichtige Dinge passieren. Bevor es weihnachtet. Die vielleicht deine Meinung noch ändern könnten. Du schaust so interessiert zu Anna mit wissenswerter Dinge oder dann zu den beiden? Ich habe mich immer noch nicht entschieden, nur dass ihr Bescheid wisst. Also wir beide, drück dich so an sich, haben wir uns immer noch nicht entschieden. Ja, und Bruce schüttelt sehr, gerade den Kopf. Deswegen hat uns Adam auch geschickt, damit wir euch vielleicht Informationen geben können, die eure Entscheidung beschleunigen. Wie ihr vielleicht wisst, wir können jeden gebrauchen. Adam meinte, dass du eine Historie hast mit der Camarilla hier. Das stimmt. Sie haben dich verkauft, nicht wahr? So kann man es ausdrücken. Es scheint so, und das war ja dein Vorbehalt, dass dieser Prinz weg ist und man die jetzige Camarilla nicht einschätzen kann, ob sie so etwas wieder tun würden. Richtig. Nur weil einer das getan hat und alle ihn bestätigt haben, heißt das in unserer Gesellschaft noch lange nicht, dass alle so sind. Nicht wahr, Bruce? Da hast du recht. Nun, anscheinend haben sie sowas Ähnliches wieder getan. Sowas Ähnliches wieder? Ja. Sie haben einen der Iren getötet. Schau so zu Anna. Ja. Hingerichtet. Also. Ja, liegt sie nicht so düsterer, die Stirn in Falten. Ja, scheint ja genau was darüber zu wissen. Oder? Wie würdest du das interpretieren? Du kennst den Canyon an der anderen Seite der Stadt? Klar. Klar, der auf der Südseite. Abhang runter. Mhm. In den Fels getriebene Fesseln. Kleidung. Asche. Er dreht sich so ein bisschen, also, weil
Also Bruce kennt das nicht. Also ist eine. Sie haben einen der Ihren in den Sonnenuntergang gekettet. Aufgang gekettet, Entschuldigung. Weiß man denn, wer es war? Nein, leider nicht. Einer der unsrigen war es nicht. So viel ist schon mal fest. Das heißt, einer der Ihren muss es gewesen sein. Das heißt, sie haben nicht aufgehört, sich gegenseitig zu bekämpfen und irgendwelche Grausamkeiten untereinander auszutauschen. Und kein Kainit sollte so mit einem anderen Kainit umgehen. Das ist unwürdig. Selbst wenn er irgendein Verbrechen begangen haben sollte oder so. Nicht auf diese Weise. Oh, Scheiße. Good shit. Good shit. Ja. Sam! Ja, Bruce schaut wirklich so ein bisschen betroffener zu Boden. Ich kann euch die Stelle zeigen. Ja. Dann ist er nicht, ist nicht ganz so weit von hier. Ich würde es mir mal ansehen wollen. Also die Fesseln sind noch da. Also die haben mittlerweile die Klamotten irgendwie weggeräumt. Ich meine, da waren Asche und Klamotten. Ja, und dass ein Mensch jemanden hier mit Feuer verbrennt, das, dann werden die Klamotten auch mit verbrannt. Ja, das stimmt schon. Jetzt ist das so eine Sache. Ich meine, es war doch so, dass wir die eine Leiche von dem Bauunternehmen da auch beseitigt haben in diesem tiefen, tiefen Canyon. Ja. Und also, ich weiß nicht, ob ich darauf würfeln soll oder so, aber weiß Bruce, dass er halt die Stelle eigentlich nur wenige Zeit hat, also vor allem halt Sam und ich weiß nicht, wer noch dabei war, ob Ronan dabei war oder... Angela war dabei. Angela war dabei. Aber ob das Fall jetzt für den Gesichtswürfel? Das ist eine sehr gute Idee. Man sollte mehr Gesichtswürfel würfeln. Mhm. Könnt ihr sehen? Ja. Was auch immer der uns jetzt in der Situation sagt. Mhm. Also, generell, Bruce wohnt da ja schon oder lebt da ja schon sehr lange. Ja. Seit mindestens 4 Jahren und er weiß, dass diese Stelle echt wirklich von keinem besucht wird. Zumindest wie er wusste. Er wusste ja auch nicht, dass die beiden Vampire sind, aber. So. Und es ist halt irgendwie auch für Bruce so ein bisschen komisch, dass er das halt jetzt mal Leuten gezeigt hat und plötzlich geschieht da etwas. Da kommen Ketten ran und so. Deswegen würde halt Bruce sich das so anschauen und er denkt halt auch relativ lange nach, guckt sich die Ketten an, wie die da in den Berg, also in die Wand getrieben wurden. Berg. Guckt die sich so an und will ich, er setzt sich so hin, weil er, also die anderen sehen auch wahrscheinlich, dass das bei ihm rattert. Und dann auf einmal macht so Kling. In dem Moment, als er merkt, ich habe nur die beiden hergeholt und ich weiß halt nicht, was die gemacht haben. Ich weiß nicht, wusste Bruce das? Ui. Ich habe heute einen Scheißtag. Du findest da einen Ohrring, den du schon an Sam gesehen hast. Ja, und wenn, als er sich dann auf diesen Felsen setzt, einmal ein Pieken unter seinem Po hört, so, so und dann sieht er diesen Ohrring. Passt gar nicht mehr in die Situation. Dann schaut er sich diesen Ohrring an. Und dann fällt es dir mal wirklich wie Schuppen aus den Augen, so. Oh, Scheiße. Ja, und wo will ich so Bruce vergräbt, so eine Hand in seinem Gesicht? Scheiße. Das können wir ihn nicht durchlassen.
Wir können in dieser Stadt keine Gesellschaft dulden, die so mit unserer Art umgeht. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das Sam Bruce mal gesagt hat, dass sie sich um den Stalker kümmern wollte. Naja, der Stalker war ein Mensch, so weiß Bruce auch. Ich glaube, ich habe dir das gesagt. Ich glaube, ich habe zu dir, ja genau, wir hatten so ein Gespräch, das ich noch nie getötet habe und es auch nicht vorhabe, aber ich habe dir gesagt, wenn ich aber den Typen in die Finger bekomme, dann werden Dinge passieren, die dir nicht gefallen werden. Ja, wie gesagt, also die anderen sehen ja auch, dass ich offensichtlich diesen Ohrring da raushole. Ich weiß nicht, ob das Anna auch auffällt, ob die da so, da ist ja auch mal so ein Gesichtswürfel bei Anna oder so drin. Was sagt der und dir, der Gesichtswürfel? Nee, wenn du das positiv für Anna oder für Sam deutest. Das ist ja deine Szene. Es wird Bruce nicht gefallen, aber Anna wird das auch auffallen, dass das halt Sams Ohrring ist. Vielleicht, wenn sie auch immer so ein bisschen schmunzelt, wenn Bruce sagt und so, ne, also die gefallen ihm mit, eigentlich mag er sie so. Vielleicht hat sie sich ja auch mal so ein bisschen abgecheckt. Ich weiß nicht, ob das Frauen wirklich machen, so dieses. Man halt auch gesehen, so Ohrringe mäßig. Vielleicht fällt das Anna auf. Auf jeden Fall, Bruce guckt halt diesen Ohrring an, nimmt ihn dann in die andere Hand und macht so wirklich so ein. Oh, warum? Richtig, warum macht man sowas? Ich schaue halt zu Anna rüber, guck mal, ob sie das auch verstanden hat. Und vielleicht sieht man sie schaut relativ emotionslos aus, schaut eigentlich nur interessiert auf die Ketten, also zwischen den Ketten und zwischen dir hin und her. So, aber jetzt kein irgendwie What the fuck Scheiße, ja, Dreck, ja, irgendwie, ja, und kein, ich mach sie alle platt Gesicht oder so, sondern eher so ein total ausdrucksloses Gesicht. Das ist schon mal ganz gut, wenn sie es nicht im Platt machen will. Und dann relativ starr greife ich halt so diesen, halte ich so diesen Ohrring fest, gehe halt so zu Anna rüber. Ich muss gehen. Ich muss reden. Also ich gehe halt wirklich zu Anna rüber. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Vielleicht nicht hier. Nein. Bruce steht so zwischen ihr und diesen beiden. Ich habe gerade den Namen nicht aufgeschrieben. Jerry und Trina war es. Steht also zwischen ihnen. Das macht die Sache nicht besser, aber es war keiner von der hier normalen Kamarilla. Dann halte ich ihr halt so diesen Ohrring hin. Ich weiß, wem der gehört. Wem? Das ist Sams. Sam gehört zur Camarilla. Aber nicht zu den. Nicht zu den normalen Camarilla hier. Wir hatten ja auch. Camarilla ist Camarilla, Bruce. Das Gespräch hatten wir schon mal. Du kannst ihm jetzt gerne sagen, dass du da einen Unterschied machst und sie nur sie ausrotten sollen. In Rache für den da. Ja, Bruce, vielleicht waren sie es ja auch gar nicht. Vielleicht haben sie gezwungen zuzusehen oder so. Und das ist Andrew oder wer auch immer. Ich will damit. Also, man merkt auch, Bruce ist mit der Situation komplett überfordert. Ich würde gerne vorher mit ihr darüber reden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich mach mal nochmal ein Ding, weil das mit dem Stalker ist halt echt lange her. Da weiß ich selber nicht, was er mir sagen will. Das war. Also, ich deute mal diese bösen Augenbrauen mit, dass Bruce wieder austickt. Mann, Pam, tritt irgendwo gegen, nicht gegen Anna.
Ich muss. Ihr da. Ich meine zu wissen, wer hierfür verantwortlich ist. Das ist keiner der alten Camarilla. Wenn ihr wollt, macht den der Hölle heiß, aber ich muss jetzt gehen. Ich muss gehen. Stopp. Wenn du weißt, wer das war. Vermutlich. Ich kann es nicht glauben, aber vermutlich. Wusstest du davon? Nein. Warum auch? Ich glaube auch nicht, dass das von irgendwelchen höheren alten Ärschen hier befohlen wurde. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ist mir egal, ob da höhere alte Arsche oder kleine Arsche das gemacht haben. Weiß es nicht. Wir waren es nicht. Mann, ich auch nicht. Und ich will das ja jetzt herausfinden, warum und weshalb und wer wirklich. Wen interessiert das, warum und weshalb? Das da war einer von uns. Deswegen. Ein Kainit, Bruce. Will ich das jetzt herausfinden? Bruce würde halt, wenn die ihm jetzt nicht auffallen, würde ich gehen. So dieses, das kann nicht sein. So, nein, das macht sie nicht. Nein. Nein, das war die nicht. Und dann. Ich bring das in Erfahrung. Das kann nicht sein. Ja, dann würde halt Bruce tatsächlich irgendwie abstapfen wollen, ohne sich irgendwie. Also wenn die nicht aufhalten, ich weiß nicht, was die beiden da machen. Ja, einer läuft dir hinterher, fasst dir nochmal so in den Arm und sagt dann, pass auf, was du machst. Wenn das hier ein Mord war und du weißt, wer es war, bist du Zeuge? Was heißt Zeuge? Ich habe das nicht gesehen. Du weißt, was ich meine, oder? Gefangen mit gehangen oder was? Nein. Ich kann das nicht glauben. Ich frage sie, das kann nicht sein. Was macht sie nicht? Wird sie nicht machen. Tu, was du tun musst. Aber denk dran, worüber wir eben gesprochen haben. Ich nicke so zu und dann gehe ich schnellen Schrittes aus der Wüste. Du hast noch so ein paar, wo geht der hin? Und dann irgendwie eine beschwichtigende, auf die anderen beiden einredende Anna. Ja. Verlassen wir Bruce und gehen in den zum Klüngel nach anderthalb Stunden. Gehen wir zu Dr. Angela rüber. Die, was macht genau die letzten Tage? Wahrscheinlich am Anfang hat sie sehr viel versucht, Andrew zu beschwichtigen, wenn der so langsam misstrauisch wurde, weil Sam so lange weg war. Bis es Angela dann irgendwann einmal zu viel geworden ist, bis Angela keine Lust mehr hatte, irgendwie für Sam da gerade zu stehen und sie zu verteidigen, und obwohl er selber keine Ahnung hatte. Er wird sie nicht angreifen oder so, er wird halt immer so. Nein, das meine ich nicht, aber trotzdem wird sie ja wahrscheinlich dann trotzdem immer irgendwelche. Also, weil sie die Einzige ist, die da ist. Sie wahrscheinlich einfach alle Fragen und sowas ab. Und Angela hat halt auch nicht unbedingt vor, komplett zu erzählen, was passiert ist, weil sie denkt, dass das Sam schon lieber selber machen sollte. Das werde ich Andrew auch so gesagt haben, wahrscheinlich auch mehr als nur einmal. Und irgendwann einmal wird sie wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr gehabt haben und auch sehr viel draußen gewesen sein. Hat jetzt keinen Grund, sich auch irgendwie ein Hotelzimmer oder sowas zu suchen, aber sie würde wahrscheinlich auch möglichst wenig Zeit dort verbringen. Und möglicherweise auch so ein bisschen mit der Gang, mit der sie da anbändelt, ein bisschen durch die Straßen gezogen sein. Da gab es ja dann jetzt eventuell auch so einen kleinen Machtwechsel nach letztem Mal, der möglicherweise auch befeiert wurde. Ja, wenn du rumläufst und so den direkten Kontakt zu deinen
deinen Leuten da suchst. Ja. Wird dir irgendwie auffallen, du hast da irgendwie so eine Ecke, wo man die treffen kann. Du hast ja auch irgendwie haben sie auch deine Adresse rausgekriegt und so. Ja, ja, richtig. Ja, aber der Anschlag ist noch nicht passiert, also wir haben das noch vor. Der wird immer noch geplant, okay. Muss sich eine gute Gelegenheit ergeben, richtig, die Oberen halt alle gleichzeitig zu erwischen. Ja, damit das auch richtig schön viel Impact auf einmal hat. Ja. Aber cool, dass du das Zeug besorgt hast für uns. Kein Problem. Wir haben nur ein bisschen Schiss. Ey, ich judge da überhaupt gar nicht. Ja, das ist schon eine ziemlich große Sache. Und sowas muss auch echt gut durchdacht sein. Ja. Dementsprechend. Wir haben das gut vorbereitet. Es gibt eine Weihnachtsfeier. Okay. Da machen wir das, glaube ich. Am Heiligabend selber oder? Naja, etwas vorher. Etwas vorher, okay. Und was genau ist das für eine Feier? Ist das einfach so von euch eine? Ein bisschen Stoff, ein bisschen Alkohol, ein paar Frauen, das Übliche. Das wird eine coole Party, bis auf für die drei. Ich meine, so ein kleiner Machtwechsel kann doch auch sehr belebend für eine Party sein. Hat man direkt noch mehr zu feiern. Ja, müssen die anderen nur mitmachen. Die anderen haben alle noch Schiss vor Malcolm. Wie viele hast du jetzt eigentlich, die auf deiner Seite da sind? Naja, die meisten haben, wie gesagt, Schiss. Ja, ja, aber... Es braucht nur jemanden, der die Sache durchzieht und dann an der Spitze steht. Ich denke, dann werden sie dem folgen. Menschen sind Rudeltiere. Richtig. Und mit dir als Verstärkung. Kann ja gar nicht schief gehen. Richtig. Kontakte sind wichtig. Ich habe auch schon ein paar Waffenbestellungen gemacht. Oh. Ja, was wir vorher nicht dürften. Das gute Zeug. Vollautomatisch und so. Du möchtest mir nicht zufällig verraten, wo man da so drankommt? Klar. So ein paar Namen? So eine Waffe? Jetzt gerade nicht, aber ich glaube so... Könnte tatsächlich gar keine schlechte Sache sein. Hey, man muss sich auch verteidigen können. Vielleicht habe ich ein Weihnachtsgeschenk für dich. Das würde ich mir doch auf keinen Fall entgehen lassen. Nun, an was hast du Spaß? Ach, du hast doch so von Vollautomatik geredet. Wenn du da so eine entbehren könntest? Eher was Handliches oder eher was... Was Handliches. Ich brauche nichts zu Klobiges. Musste auch in meine Handtasche reinpassen. Warte mal. Na gut. Ich schaue mal, ob mein Kontakt da noch was besorgen kann. Das wäre auf jeden Fall super cool. Wie gesagt, ein Weihnachtsgeschenk. Und eine Zurückzahlung für den Stoff. War bestimmt auch nicht ganz einfach, den zu besorgen. Ach, das geht schon. Ich habe da auch so meine Quellen. Dann verrate ich dir meine Quelle und du mir deine? Naja, meine Quelle ist einfach ich selber. So als Ärztin kommt man an vieles ran.
Wusste gar nicht, dass du Ärztin bist. Tja, ich weiß, sieht man mir nicht unbedingt an. Hat manchmal seine Vorteile. Also wenn wir den nächsten jemanden haben, den wir zusammenflicken müssen, bringen wir den zu dir. Kein Problem. Cool. Eigentlich keine Und Scheiße mehr so im unter uns. In so einem weißen Kittel kann ich ziemlich scharf aussehen. Oh, I bet. Aber klar, ich habe vor, auch in dem Bürogebäude, wo ich momentan meine meiste Zeit verbringe, unten ein kleines, naja, Hospital, es ist ein bisschen zu groß, eine kleine Krankenstation zu errichten. Ich bin auf einmal so fürchterlich krank, Dr. Angela. Oh, dann muss ich mir das wohl ein bisschen genauer ansehen. Ja, es drückt hier unten so. Sollen wir uns ein Zimmer nehmen? Ja. Subtil, der Kollege, ja. Wie man halt als Gänger so ist, ne? Ja, die Frage, wie viele Leute da drum herum stehen und was die da alles dazu ja, sagen. Ja, das ist halt, ne? Das ist halt ja, eine ne mehr oder weniger Privatgespräch unter deinen. Das dachte ich mir schon. Wobei, wenn wir tatsächlich, wenn da andere in der Nähe gewesen sind, am Anfang natürlich mehr privat, aber sobald es dann mehr so in die Richtung gegangen wäre, hätte ich tatsächlich auch absichtlich ein bisschen lauter geredet. Einfach nur so ein bisschen, weiß was ich, Gejaule von den anderen zu provozieren. Richtig, richtig. Ja. Hat seinen Soll erfüllt, auf jeden Fall. Ja, möchtest du das Ganze durchziehen oder möchtest du ich irgendwie noch Ganze richtig was zum Bluttrinken benutzen? Oder? Ich wollte gerade sagen, ich würde das durchziehen, würde dann tatsächlich auch ein bisschen von ihm trinken. Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, den zu, ein für alle Mal richtig zum Hörigen zu machen. Das noch nicht. Okay. Da. Hashtag vor Araiguma. Nee, da hat Angela tatsächlich noch ein paar Skrupel vor. Okay. Ein bisschen. Weil Menschen besitzen, so findet sie halt eigentlich nicht so richtig. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich würde das dann auch nutzen, um meinen einen Hungerpunkt, also meinen zweiten Hungerpunkt eigentlich runter. Ja, auf null geht's ja nicht, außer du tötest richtig jemanden. Ich denke, du wolltest sie nicht töten. Das möchte ich nicht, nein. Ja. Was ich aber auch gerne gemacht hätte, in der Zeit mal bei meinen Gängern gefragt, ob die so ein bisschen Auge offen halten, was Sam angeht. Ob die sehen können, also finden, ob sie noch da ist und sowas. Und für den Fall, dass die irgendwie so ein bisschen in Trouble oder sowas geraten sollte, dass sie da eventuell auch einschreiten. Okay, ja, dann mach Sam, mach du mal Wits und Awareness, wenn das irgendwie früh gewesen ist, in den frühen Tagen. Ja, ich würde sagen, das hat Sam schon wieder das Gefühl, beobachtet zu werden. So, jetzt müsste es eigentlich wieder. Ja. Ja, schon wieder zu laufen. Okay. Ja, keine Ahnung, was das war. Gibt dir so ein Pop-up. Achtung, Verbindung verloren. Naja. Ja, ich weiß gar nicht, wann das jetzt genau irgendwie passiert ist. Und vielleicht sagst du nochmal die letzten, das letzte, was du machen wolltest. Gut. Achso. Mach du zuerst. Nee, wie gesagt, ich hatte ja meine Leute mal ein bisschen auf Sam angesetzt, dass sie im Auge behalten und vielleicht auch so ein bisschen für den Fall, dass sie irgendwie in Schwierigkeiten gerät, da eventuell auch einschreiten. Und sie hat es halt mitgekriegt. Ja, und ich meine, ich wusste ja, habe ja mitgekriegt, dass die Biker da irgendwas mit Angela zu tun haben. Und ja.
Von daher, ich werde das Motel eigentlich nicht großartig verlassen. Mhm. Es sei denn, wenn mich der Hunger mal raustreibt, so bin ich auch Isaiah über den Weg gelaufen. Aber sonst ziehe ich es vor, nicht unnötig Menschen zu begegnen, weil ich nicht weiß, was passieren würde. Ja. Dann melden die Spione zurück, dass Sam in dem und dem Motel ist und kaum ihr Zimmer verlässt. Ah, okay. Dann sagen sie irgendwie, außer letzte Nacht, da hatte sie Herrenbesuch. Erzähl mir mehr. War so ein... Der sah, keine Ahnung, aus wie so ein Börsenmakler. Also so groß, zurückgegelte Haare, Schnösel. Ah, genau. Ja, kennst du den? Ja. Ist okay, ist ein gemeinsamer Bekannter. Okay. Oh, jetzt wird der Gänger eifersüchtig. Nee. Aber gut, ansonsten glaube ich, hätte Angela nicht viel gemacht. Aber für den Fall, dass Bruce jetzt nach seiner Revelation vorhat, zum Unterschlupf des Klüngels zu gehen, wäre Angela zufälligerweise auch da. Ja, das kommt ja noch erschwerend hinzu, wenn Bruce jetzt da aufkreuzt und Satisfaktionen haben möchte, dass er Sam gar nicht da ist. Ja. Aber wir gehen erstmal nochmal zu Isaiah, denn der kriegt tatsächlich nochmal Besuch in der Zeit von Sabra. Oh Gott. Die sich persönlich mit einer Stretch-Limousine irgendwie erstmal vor sein Apartment erstmal steht dann eine ganze Zeit lang. Sieht dann erstmal ein bisschen blöd aus und schmeißt irgendwie so eine Nachricht irgendwie in den Briefkasten, weil Isaiah ist ja nicht da. Das heißt, Isaiah kriegt es erst mit, indem er seine Nachricht irgendwie kriegt und das, ja. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren. Peinlich. Ja. Da muss ich natürlich sofort gehen und dir persönlich meine Aufwartung machen. Das erfordert der Respekt. Ja. Und deshalb setzt sich Isaiah in ein Taxi und setzt sich zu. Macht sich auf den Weg zu Sabra, so bald wie möglich. Ja. Das übliche Szenario, wieder dieser langgezogene Tisch mit dem edlen Geschirr. Ja, diese prunkvolle Villa. Miss Otis, ich muss sagen, ich bin untröstlich, dass ich sie zuletzt nicht erfangen konnte. Ja. Haben Sie ein neues Apartment oder? Nein. Viel zu tun oder was? Viel zu tun, teilweise geschäftlich. Ich liebe es, wenn Geschäfte funktionieren. Ja. Natürlich ist es dafür unabdingbar, dass man sich erreicht. Und da nehme ich die Schuld ganz auf mich. Na. Sehen wir darüber hinweg. Eure Gnade ehrt euch. Ah. Das habe ich schon oft gehört. Ja, also ich habe mir ein bisschen herumgeforscht. Es gäbe tatsächlich ein paar gute Kandidaten für das Aufpasseramt, würde ich mal sagen. Mhm. Hervorragend. Ich denke, es sollte jemand sein, der auch möglich ist, in der Lage ist, verteidigend einzutreten, wenn es denn nötig ist. In der Tat. Man mag es mir nicht ansehen, aber ich bin kein Mann fürs Grobe. Ja, deswegen habe ich sofort gedacht, wir sollten einen Mann fürs Grobe oder eine Frau fürs Grobe doch suchen. Absolut. Eine hervorragende Idee. Vielleicht jemanden mit militärischem Hintergrund. Ich liebe unsere Truppen.
Ja. Ich, ja. Gut, ich hätte da einige, ein paar Kandidaten. Da gibt es nur ein kleines Problem. Ah, ich höre. Naja, es gibt noch keinen Prinzen in der Stadt und naja, das Gulen ist erlaubnisrelevant. Mhm. Das heißt, sie müssten momentan zum Seneschall und um Erlaubnis bitten, einen Ghul zeugen zu dürfen. Ja, das, der Seneschall, wie Veronica ist zurzeit. Veronica. Ja. Nun ja, ich habe nicht direkt einen Stein im Brett bei ihr, aber ich warne direkt schon mal vor, sie ist mit dem anstehenden Elysium am 24. etwas eingespannt. Wie kritisch sieht es denn die Stadt, sage ich mal? Wie kritisch steht die Stadt denen gegenüber, die, sage ich mal, die Philosophie vertreten, besser Fehler machen und sich nachher entschuldigen? Und er setzt so ein ganz gewinnendes Lächeln auf. So ein da kann ich jetzt ja nur für mich sprechen. Also ich hätte damit jetzt kein Problem, wenn die Entschuldigung dementsprechend groß ausfällt. Aber es gibt durchaus ein paar hier, die so etwas wahrscheinlich nicht besonders gerne sehen. Und gerade wenn die Wahl ansteht und es vor der Wahl herauskommt, dass ein Ventru gegen die Regeln verstößt und ein Ventru zur Wahl steht, es könnte auf mich zurückfallen. Natürlich. Als Primogen protegiert man ja quasi den gesamten Clan einer Stadt. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist richtig. Und jetzt, wo ich noch auf zwei weitere Clansmitglieder bauen kann in ihrer Unterstützung. Übrigens in der Beziehung haben sich kürzlich ein paar Probleme mit meinem Kollegen ergeben, der sich mir gegenüber unpassend verhalten hat. Wir haben da einen kleinen, sagen wir mal, eine Meinungsverschiedenheit. Über was? Über so Dinge wie mentale Autonomie meinerseits, die er mir gerne absprechen möchte, wovon ich nicht viel halte. Ah, aber derlei. Das klingt so, als ob ihr euch erfolgreich verteidigt hättet. Oh, absolut. Ich denke, aber ich werde ein ernstes Wörtchen mit ihm reden müssen. Möglicherweise. Na, ja, ist wieder live. So, immer wieder da. Ja, ich weiß auch nicht, was das gerade ist. Irgendwie spackt Twitch ein bisschen herum. Ja, das erste Mal, seit ich das hier so benutze. Aber gut, ich weiß jetzt wieder nicht, was ihr mitbekommen habt und was nicht. Letzten Satz vielleicht nochmal. Das war ein langer Satz. Ja, ja. genau. Ich habe Sabra gesagt, dass ich gerne mich um das Problem mit John selber kümmern möchte und dass sie sich da nicht einmischen möchte, weil mache ich selber und muss ich mich mit meinem eigenen Fingerspitzengefühl ein bisschen auseinandersetzen, weil da hängen ja noch andere Probleme dran. Stichworte andere Klüngel und so. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass John möglicherweise als Folge von diesem kleinen, sehr kleinen Meinungsverschiedenheit nicht mehr unbedingt geneigt ist, sie wählen zu wollen als Prinz. Aber wir sind sicherlich nicht nur auf ihn angewiesen. Was habe ich denn mit der Sache zu tun? Ich befürchte, er hat ich nehme an, dass er möglicherweise eigene Aspirationen hat, was das angeht. Er will Frau Skillman wählen? Ich kann es beim besten Willen nicht einschätzen. Er ist für mich noch immer ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist ja fürchterlich. Ja. Einer von uns, der seinen eigenen Clan verrät. Tragisch, ich weiß.
Ich hoffe, ihr könnt das aus der Welt schaffen. Ich werde mich darum bemühen. Ich bitte darum, und zwar noch vor Weihnachten. Ich brauche jede Stimme. Absolut, absolut. Wie steht es denn mit den anderen aus eurem Dunstkreis da? Nun, ich vermute stark, dass... Ihr habt ja alle unter Kontrolle, hoffe ich doch. Nun, dieser Dunstkreis bildet einen Klüngel, dem ich nicht angehöre. Daher obliegt es nicht mir, Entscheidungen nicht? Über... Mögt ihr sie nicht? Oh doch, ich mag sie sehr gerne. Was hält euch ab? Die andere Richtung ist vermutlich das Problem. Der Klüngel mag euch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht jedem gefällt mein schuljungenhafter Charme. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, als ob da nur Gengel oder Wabrucha in dieser Runde da drin wären. Da sind doch vernünftige Toreador. Ach so, Moment. Vielleicht hängen die auch schon mit der Skillman rum. Tatsächlich habe ich kürzlich noch, haben die Toreador sich wohl kürzlich noch mit der Skillman in die Haare bekommen. Es ist generell eine etwas verfahrene Situation mit diesem Klüngel. Ich weiß beim besten Willen nicht, was in deren Köpfen vorgeht. Die sind alle ein bisschen frisch. Manche von denen sind ein bisschen frisch und die anderen sind schräg. Sie steht tatsächlich jetzt von ihrem thronartigen Stuhl auf und stöckelt so ein bisschen in deine Richtung. Kommt dann so irgendwie neben. Aisher. Ja. Miss Ortiz. Sabra, wenn es in Ordnung ist. Ah. Geht so mit der Hand so über an deinem Kinn entlang, so das Gesicht so hoch, während sie so um deinen Stuhl herumgeht. Ich finde es durchaus wichtig, diese Wahl zu gewinnen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich würde da an eurer Stelle auch großen Wert drauf legen. Und ich lege da auch großen Wert darauf. Ihr wisst ja auch, dass ich einen Sehneschall brauchen würde, nicht wahr? Absolut. Selbstredend. Wäre euch Veronica nicht genehm? Sagen wir so, ich ziehe jemanden vor, der mehr politisches Geschick hat. Ja, Veronica kann schon einmal eine etwas übermäßig direkte Art haben. Das stimmt. Wer schwebt euch denn vor? Nun, es gibt einige Kandidaten, die sich bemühen, alles zu tun, um diesen wichtigen Posten zu erlangen. Ich bin sicher, derjenige oder diejenige, die es schaffen wird, wird einiges für mich tun, nicht wahr? Selbstredend. Als zum Beispiel mir Stimmen besorgen. Oh ja, ja, viele Stimmen. Viele Stimmen. Ja. Stimmen. Zum Beispiel Stimmen eines Klüngels vielleicht? Klüngels, der in diesem etwas abgelegenen Stadtviertel haust. Wie ihr schon sagtet, meine Gnade ist, sage zu sprichwörtlich in dieser Stadt. Und wenn jemand mir so viele Stimmen auf einmal besorgen kann, naja, haucht dir so einen Kuss auf die Backe dann so vorbei. Dem bin ich durchaus verpflichtet. Es wäre eine unfassbare Ehre. Ja. Na dann husch, husch. Isaiah steht auf, wendet sich nochmal zu Sabra, deutet so eine leichte Verbeugung aus der Hüfte an, grinst dann so etwas linkisch und sagt dann: Auf interessante Zeiten. Auf geordnete Zeiten.
Dieses Chaos hier in dieser Stadt muss aufhören. Ich sehe das ganz genauso. Auf bald. Und dann geht er. Muss ich selber würgen. Ah, Junge. Bah. Der Zahltag kommt noch. Der Zahltag kommt noch. Es ist auf jeden Fall ein großzügiges Angebot. Ja. Das wäre schon mal, sag ich mal, das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn es darum geht, den Auftrag, den ich hier habe, zu erfüllen. Ja. Denn wir erinnern uns, Isaiah hat ja den Auftrag von ganz oben, diese Stadt unter die Kontrolle der Ventru zu bringen. Ja. Erst nur die Frage, wie kriegst du die ganzen Stimmen? Da muss ich wohl Überzeugungsarbeit leisten und euch daran erinnern, dass ihr die Skillmane überhaupt nicht mögt. Sabra eigentlich ziemlich vorhersehbar ist und gar nicht so schlimm. Und man kann ja mit der um die herum arbeiten. Ach so, okay, ich meine, bei Angela ist es eh egal. Angela darf ja eh nicht wählen. Doch, oder? Angela hat doch nicht. Angela hat Rederecht, aber kein Wahlrecht, weil die Brucher nichts in der Kamera sind. Vielleicht ändert sich das ja bald. Ja. Vielleicht gibt es bald einfach keine Kamarella mehr in der Stadt. Ja, wer weiß. Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall kommt Bruce zum Unterschlupf. Geladen bis sonst was wahrscheinlich. Ja. Strammen Schrittes wie Militär gehe ich auf diesen Eingang zu, den ich ja mittlerweile doch sehr gut kenne. Und hämmere dann gegen die Tür. Ja, Angela ist wahrscheinlich gerade wiedergekommen. Steht mit Andrew im Hauptraum. Ihr hört wirklich die Panzerfaustschüsse vor die Tür knallen. Das hört sich an, als wäre er nicht besonders gut. Ist das Bruce? Ja. Sam! Andrew geht zur Tür, macht die Tür auf. Angela guckt so hinter ihm seitlich an ihm vorbei. Können wir dir helfen, Bruce? Ich muss mit Sam sprechen. Sofort. Ist sie hier? Ist nicht hier, nein. Wisst ihr, wo sie ist? Sie war die letzten Tage nicht hier. 5 Tage nicht hier. Wo ist sie? Nicht hier. Das ist etwas, gut, vielleicht können wir dir weiterhelfen. Ein Moment. Ich muss mit ihr darüber reden. Und ich zeige Andrew halt dann diesen Ohrring, der er wahrscheinlich dann auch kennen würde. Oh, den. Und hat die sie Umstände. Verloren? Ja, das wüsste ich auch gerne. Vor allem, wobei sie ihn verloren hat. Deswegen will ich auch ganz dringend mit ihr reden. Wieso? Wir haben vorhin zwei Gangrel gesagt, dass. Also indirekt, dass ein Kanid angekettet wurde an den Canyon und da verbrannt ist bei der Sonne. Und der lag da, bei den Ketten. Andrew kriegt so ein total geschocktes Gesicht. Ich Wo ist sie? Zwischen das Andrew und Samantha ist angekettet worden? Nein, irgendwer anders. War Männerklamotten. Samantha geht es gut. Sie trägt manchmal Männerklamotten. Okay. Keine Sorge. Samantha geht es gut. Wo ist sie? Genau, wo ist sie? Ich weiß nicht, wo sie ist, aber meine Leute behalten sie im Auge, damit nichts passiert. Aber. Ruf deine Leute an! Ich glaube.
Sie hat nicht, sie kann nicht flüchten von hier. Es kann nichts weiteres passieren, aber sie hat verdient, ihre Ruhe zu haben, aber wenn sie lebt. Das möchte. Sie lebt. Oder unlebt. Angela, ich muss das mit ihr klären. Ich will das nicht glauben. Wenn sie das gemacht hat, Andrew, sag mir, dass sie das nicht war. Dass sie nicht irgendeinen Kaniten da angekettet hat. Was, wie, wann? Niemals. Ich will mit ihr reden. Das hat keine Zeit. Wo ist sie? Das will ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir, also ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber sie ist mit ihrem Stalker gemeinsam weggefahren. Und danach ist sie nicht mehr wiedergekommen. Sie hat den, ja klar, sie hat den Stalker, klar, aber das erklärt nicht, dass da kein Nied umgebracht wurde. Und ich schaue Andrew nur an. So einfach nur starr angucken. Vielleicht war er kein Kandid am Anfang. Es rattert so. Bruce, was willst du jetzt damit sagen? Beide Männer so. Was für Klamotten habt ihr denn gefunden? Waren die noch? Ne, die wurden weggeräumt, hast du gesagt? Ja, die haben die dir gezeigt, ja, wenn du richtig. Das sehen wolltest, ja. Ich würde das dann halt dementsprechend beschreiben. So, Hemd, Hose, Boxershorts. Das ist natürlich nicht besonders aussagekräftig, aber stimmt zumindest mit dem überein, mit dem sie, was halt der Stalker anhatte. Also, du willst mir jetzt sagen, sie hat ihn in die Wüste geschleppt, zum Vampir gemacht und die dann angekettet. Ich weiß es nicht. Andrew, ich war lässt nicht sich dabei. In den Sessel fallen. Ich war nicht dabei. Sie hat nur gesagt, dass sie sich um ihn kümmert. Und ich habe ihr das gelassen, weil das, was er gesagt hat, auch wenn ich es nicht komplett verstanden habe, war schon ziemlich heftig. Schlimm genug, dass mir das zwei Gangrel sein musste, die ich vorher noch nie gesehen habe und die außer sich sind vor Wut. Und das wird die nicht mindern, an ihrem Vorhaben abzulassen, aber... Was für ein Vorhaben? Du weißt, dass sie jetzt ja wollen eure Party crashen und im schlimmsten Fall, wenn es notwendig ist, da alle abmurksen. Nein, das wussten wir noch nicht. Aber man, das hat die Bruce auch gesagt, dass die da ankommen wollten. Ja, aber du hast nicht. Erstens nicht Andrew, sondern du hast es, glaube ich, erzählt, als wir mit Sam gleich auch unterwegs waren oder sowas in der Art. Ich meine, ich habe das so auch erzählt, als ich beim Klüngel war und da kam auch die ganze Diskussion du mit John. Du hast es erzählt, als du beim Klüngel warst. Okay. Dass die da aufmarschieren wollen und eben Gebiet für sich beanspruchen wollen. Und halt, ich meine auch im schlimmsten Fall mit Gewalt, oder? Also, was hast du gesagt? Zweifelsfalle, ja, aber das, das ist jetzt so. Ne? Achso, ja, so, ja, gut, das ist jetzt bloß in der Situation gepaart mit dem fiesen Lächeln. Also nur um das mal so ganz kurz darzustellen, sie regen sich darüber auf, dass Kaniten getötet sind, sagen aber, sie würden selber Kaniten töten, um einen Platz hier in der Stadt zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, was sie machen wollen. Vielleicht mucksen die alle ab, vielleicht, was weiß ich, legen die in Ketten. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die nicht einschätzen, ich kenne die gar nicht mal. Aber es geht darum, dass was Anna von denen denkt. Und wenn sie jetzt hört, dass einer aus unseren Reihen, von denen ich die ganze Zeit gehalten habe, dass einer der menschlichsten von euch Vögeln ist, auf einmal irgendein Vampir da ankettet. Ich weiß nur, dass sie mit einem Menschen weggefahren ist. Deshalb will ich ja mit ihr reden. Denn ich kann das nicht glauben. Dann ich will das du nicht glauben. Warten müssen, bis sie reden möchte. Ach, dann suche ich sie halt eben. Ich gehe halt weg. Puh. Ach, kein Wunder, dass sie nicht herkommt. Ja, man hört so ein lautes Dong. Scheiße, Mann! Irgendwie, als ich so ein Metall soll das heißen? Kein Wunder, dass sie nicht herkommt.
Nach so einer Sache hätte ich wahrscheinlich auch Abstand gewollt. Andrews Blick kriegt so einen starren Ausdruck. Schiebt den Unterkiefer so leicht nach vorne. Beißt sich gerade sehr sichtbar selbst auf die Zähne. Ich gehe mit Bruce mit. Steht dann hoch. Eilt zur Tür. Wo ist sie? Warum sollte ich ihr das sagen? Weil sie jemanden getötet hat? Wenn es ein Mensch gewesen wäre, hättest du nicht zweimal gefragt. Doch. Hätte ich. Es war Sam. Angela. Nicht John. Nicht der Dicke. Sam. Ach, ich verstehe euch alle nicht. Wo ist sie? Ich möchte sie nicht verraten. Momentan weiß ich selber nicht, wem sie trauen kann. Offensichtlich. Wer bin ich, um ihr diese Entscheidung abzunehmen? Sie ist mein Kind, Angela. Aber ich würde es viel lieber von dir hören. Ich nenne den Namen von dem Hotel, wo sie ist. Danke. Bindet sich so doch die Tür auf, stürzt Bruce hinterher. Ich komme auch hinterher. Und am Ende wird alles meine Schuld sein. Ja. Andrew packt Bruce dann irgendwie, es steht auf einmal neben dir. Du bist halt, du bist ja schon raus, ne? Weil es scheint auf einmal neben dir zu stehen, packt dich so an der Schulter. Ich weiß, wo sie ist. Wo? Komm mit. Ich leg dann so, dort ihm so vorzugehen. Stellt sich dann so vor dich und meint, Bruce. Ja? Sie ist mein. Denk dran. Was auch immer sie getan hat. Bisher will ich nur mit ihr reden. Wollte dich nur dran erinnern. Sehe ich die beiden zufällig aus dem Haus kommen? Drei, ich bin auch dabei. Die drei, Entschuldigung. Ach, warum nicht? Komm. Also er steigt gerade aus dem Taxi aus, als ihr da losdüst und wandert so ein bisschen zu euch rüber. Sag mal, wolltet ihr nicht jemand anderen wählen? Das ist nicht das Erste, womit ich anfange. Ich gehe so ein bisschen zu den Kollegen rüber. Und wir sehen wahrscheinlich alle gerade sehr gestresst aus. Was ist denn los bei euch? Könnt ihr gerade mal untereinander reden? Ich muss mal ganz kurz weg. Ja. Dann Enno vor, geh mir nicht auf den Sack! Sehr, guck kurz ein, Angela rüber. Was ist denn los? Nichts, was dich wirklich was angeht, glaube ich. Das ist eine Klüngelsache. Aber Bruce, gehört der jetzt auch zu eurem Klüngel? Nee, aber er hat wertvolle Informationen gehabt, sagen wir es mal so. Wertvolle Informationen, okay. Ich habe den Namen nichts mehr vor, aus der Gegend, wenn ich mich damit anhänge. Bei euch ist immer gute Laune. Nein. Gut, dass Bruce gerade einfach in diesem Beast-Mode ist und einfach nur geradeaus und dann keinen Bock hat. Er spaziert so hinter euch her, so quasi neben Angela her.
Ja, aber ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn du mit dabei bist. Ich weiß dann nicht mal, ob es eine gute Idee ist, dass ich mit dabei bin. Geht's um Sam? Ich habe kürzlich mit ihr gesprochen. Warum hängt sie nicht mehr mit euch rum? Ja, das. Ich hab mitbekommen, dass du bei ihr warst. Hat mich gewundert. Zufall. Alles Zufall. Aber natürlich Zufall. Ein netter Zufall. Man kann ja doch ganz gut mit ihr reden, wenn sie nicht gerade auf 180 ist. Das wird sie wahrscheinlich sein, wenn gleich alle vor ihrer Tür stehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ich bleib vor ihm stehen. Ich einfach vor ihm stehen und versperre ihm den Weg. Du hast da nichts zu suchen. Also er guckt Angela einmal tief in die Augen, beugt sich vor und sagt, na gut. Ich hau eine Reine, bevor irgendwas sagen kann. Ich hau einfach eine Reine, bevor irgendwas sagen kann. Du spielst nicht mit meinem Gehirn. Ja, dann mach einen Angriff. Dexterity Brawl. Dexterity Brawl. Wenn du Stärke mit benutzt, ne? Du kannst dann. Nee. Ich will ihn eigentlich ja nur davon abhalten. Schön eine knallen. Einfach nur eine Backpfeife geben, das reicht, glaube ich, erstmal. Drei Erfolge. Korrekt, das zumindest im Chat. Weil es zwei sind. Ja. Ja, was heißt das für mich? Ich kann das Kampfsystem nicht. Ja, du kannst versuchen auszuweichen. Würde ich jetzt in dem Sinne zugestehen. Das finde ich gut, ich versuche auszuweichen. Ich würde sagen, Dexterity Athletics. Oder irgendwie auch Brawl, wenn du das halt versuchen willst, die Hand irgendwie abzufangen oder so. Ja, nee, also wenn ich die Hand nicht mit meinen krassen Worten oder meinem super sexy Blick abfangen kann, dann ist das wohl einfach nur Dexterity. Mhm. Aber auch auf 3 kann man ja 2 Erfolge würfeln. Easy peasy. Ja. Einmal stechen nochmal hinterher. Ja, das können wir auch machen. Ich hätte dann nochmal. 3 Erfolge. Aber Angela hat 4. Das heißt, trifft. Okay. Ja. Schlägst du mit der Faust oder mit der offenen Hand? Mit der offenen Hand. Okay. Also er sieht quasi, wie sie ausrutscht. Darf ich das? Sorry, ich mach mal einfach gerade. Mach. Also er sieht quasi, wie Angela ausholt und versucht gerade noch so diese Bewegung nach vorne, die er gerade gemacht hat, zurückzumachen, so umzudrehen. Und dieses, na gut, das er gerade sagen wollte, auf ihre, du kommst hier nicht mit, so ungefähr, geh wieder nach Hause, kommt ihr noch so gerade so halb mit Lippen, bevor diese offene Hand direkt an ihm vorbei mit den langen Fingernägeln durch die Wange, über die Nase. Und dann kommt so, man hört so dieses laute, hohle Plaff. Und das ist so. Ich wollte doch sagen, es ist okay. Hätte mal schneller gemacht und nicht so komisch mir in die Augen gucken. Da habe ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit dir gemacht, Freundchen. Ja, ich weiß. Okay. Wir sehen uns morgen Abend. Und als er dreht sich um und geht und reibt so an seiner Wange so. Du hörst ein ganz, ganz leises Sorry. Und dann Also er guckt gar nicht zurück, sondern winkt nur so ab mit der Hand. Und geht schlafen.
dann fahren sie alle zum Motel von Sam. Sam kriegt das wahrscheinlich mit. Der passt ja mal gut auf jetzt, hat sie gesagt. Sie ist dann da, Bruce, Dr. Angela und Andrew aus dem Auto steigen. Ich bin gespannt, wer als erstes an der Tür ist. Ja, ich Andrew auf jeden ist Fall schon schnell. Also relativ schnell werden wir dann nach oben gekommen sein. Und Bruce wird halt wahrscheinlich gerade so ansetzen und direkt anzuklopfen und dann lässt der Andrew den Vortritt. So. Es wird als ein energisches Klopfen sein, aber ein zivilisiertes. Kommt rein, die Tür ist offen. Ein energisches Knock rein. Ein besorgter, halbzorniger Blick bei Andrew. Das tut mir leid, das tut mir leid. Ich wollte ihn eigentlich nicht sagen, aber das ist doch tatsächlich ziemlich wichtig. Und was hast du angestellt? Ja, Bruce hat halt offensichtlich seine Hand so ein bisschen zu einer Faust verkrampft und hat halt darin dann den Ohrring, aber wartet, bis Andrew, also Andrew was sagt. Andrew wäre reingelaufen, hätte also Sam versucht zu umarmen direkt. Ich würde vor ihm einen Schritt zurückgehen. Ich bin es nicht wert, umarmt zu werden. Also. Doktor? Hatte Sorge. Es war besser für mich, allein zu sein. Bruce hat schlimme Neuigkeiten. Ja, ich tritt vor. Ich glaube, du hast da was verloren. Dann öffne ich so die Hand und da drin ist dann dieser Ohrring. Ja, und ich weiß ja genau, wann ich diesen Ohrring verloren habe, nämlich nicht, als sie die Bauarbeiter entsorgt haben. Ja. Wiedererkennen und dann beschämt zu Boden schauen. Was ist passiert? Ich habe mich um den Typen gekümmert. Und zwar so, dass er nie wieder zurückkommen kann. Und niemand mehr töten kann. Andrew geht einen Schritt zurück. Er hat gezahlt für all das, was er mir und anderen Menschen angetan hat. Und für all das, was er den Menschen in meiner Nähe noch antun wollte. Und du warst der Letzte auf seiner Liste. Und Bruce, an dir war er auch schon dran. Nach Angela hat er auch schon gefragt. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen er schon getötet hatte. Ich habe es versucht, aus ihm rauszuprügeln. Aber nicht wirklich Antworten bekommen. Dann hast du ihn erschossen. Nein. Das wäre zu schnell und zu gnädig für ihn gewesen. Schluckt. Muss ich jetzt so am Türrahmen festhalten? Ja, Bruce geht irgendwie an eine Wand und sackt da so auch so irgendwie, setzt sich da hin. Also da steht auch, hat sich sowieso halt weiter hinten gehalten mit verschränkten Armen und guckt halt so nach unten. Es ist okay, wenn ihr jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben wollt.
Ich glaube, so einfach ist das nicht. Er hat es verdient. Ja, Bruce schüttelt einfach nur den Kopf so und hat so die Hände im Gesicht vergraben und schmeißt einfach nur in irgendeine andere Ecke diesen Ohrring. So. Du hast ihn da angekettet. Nicht wahr? Ja. Du hast ihn zweimal getötet. Ja. Und das war immer noch nicht genug für das, was er mir angetan hat. Dieser Typ ist schuld daran, dass ich hier bin. Dass ich bin, was ich bin inzwischen. Was ich nie haben wollte. Das ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Er ist derjenige, der schuld ist, dass du in meinem Krankenwagen gelandet bist. Wenn das nicht passiert wäre, dann hätte alles anders sein können. Niemand hat anders Schuld daran, dass du so bist, wie du bist, als ich. Es war meine Entscheidung. Nicht seine. Er hatte auch Schuld. Wir alle haben Schuld. Außer dir bisher. Ich hatte auch schon lange Schuld. Nicht so. Ich habe 3 Leichen auf meinem Konto liegen. Nicht so. Der weiß, wie viele Menschen dieser Typ noch ermordet hätte. Ich bin mir sicher, dass er den Tod verdient hatte. Aber warum musstest du das tun? Wer hätte es sonst tun sollen? Das war mein Problem. Das heißt, ich kümmere mich darum. Naja, war es nicht mittlerweile unser aller Problem. Aber es ging von mir aus. Es tut mir leid, Bruce. Der steht halt wirklich nur da und schüttelt den Kopf. Hände im Gesicht vergraben, so. Mir tut es leid, Bruce. Er hält so inne in der Bewegung. Steht dann so langsam auf, macht sich die Haare wieder richtig, dreht sich dann irgendwie um zu euch und dann kommt nur so ein ganz leise, gewispertes, vielleicht gewimmertes: Ich hätte mehr von euch erwartet. Und dann geht er.
Sam wird mal kurz so die Hand heben und lässt sie dann aber wieder sinken, weil sie genau weiß, dass sie hat kein Recht, Bruce aufzuhalten. Und sie weiß, dass er absolut recht hat mit dem, was er gesagt hat. Wir müssen die anderen warnen. Wen meinst du jetzt? Die Stadt. Warnen? Bruce hat doch gesagt, dass sie das nutzen als Ausrede, einen Krieg anzuzetteln. Bin sicher, dass Bruce uns nicht verrät, aber voll. Nein, vielleicht wäre es für die Stadt am besten, wenn wir uns alle in einem Krieg vernichten. Dass die Menschen hier wieder in Frieden und in Sicherheit leben können. Ich bin sicher, es gibt auch einen friedlichen Weg. Ich kenne mich mit dem Ganzen drumherum immer noch nicht gut genug aus. Aber ich frage mich halt immer noch, wenn das jetzt kein Vampir gewesen wäre, wäre es ja immer noch schlimm gewesen, aber... Dann hätte kein Hahn danach gekräht, ja. Außer aus der Vampirgesellschaft hätte kein Hahn danach gekräht. Ja. Und warum ist das so eine große Sache? Es ist eine der Regeln der Camarilla. Wenn du auf der richtigen Seite der Camarilla stehst, dann ist es total okay, deine Verwandtschaft der zweiten Inquisition zu verkaufen. Gehörst aber nicht zu das diesem elitären okay. Kreis. Ach. Diese Diskussion hatten wir schon. Ja, und wir wollten etwas dagegen tun. Ein Übel macht leider kein anderes Übel wieder besser. Heißt es nicht, dass du in dieselbe Kerbe schlagen sollst? Warst du es nicht eine der Ersten, die das angeprangert hat? Und jetzt tust du genau das, was... Das war etwas Persönliches. Es ist immer etwas Persönliches. Ich wünschte, ich hätte das kommen sehen. Ach, Andrew, du siehst so vieles nicht. Du willst vieles nicht sehen, du siehst vieles nicht. Richtig, ich will vieles nicht sehen und ich wollte vergessen. Das tut jetzt gerade gar nichts zur Sache. Wir haben immer noch das Problem, dass diese Rebellengruppe, was auch immer, davon weiß. Bald weiß vielleicht auch die Camarilla davon. Und wenn die das auch herausfinden... gibt es zwei Seiten, die auf uns niederprassen, wenn die das herausfinden. Weil ich bin mir sicher, dass die das ja offensichtlich auch nicht gutheißen würden, wenn das eins der größten Gesetze der Camarilla ist. Und ich gucke mich immer, ob irgendwelche Vögel in der Nähe sitzen. In der Tat, draußen auf dem Haus sitzen Vögel. Aber... Och. Dann geht am besten einfach wieder. Du hast es immer noch nicht begriffen, Sam, oder? Ich habe es getan und ich werde die Konsequenzen dafür tragen. Das muss mit euch nichts zu tun haben. Wir sind ein Klüngel. Und wir passen aufeinander auf.
Aber wie verhält man sich in so einer Situation am besten? Habe ich nicht das Recht, für mich selber zu sprechen? Hast du, aber ich glaube, selbst wenn wir jetzt gehen würden und sagen würden, wir haben nichts damit zu tun, das wäre den entsprechenden Leuten ziemlich egal. Vor allen Dingen wissen wir jetzt davon. Und das Einzige, was wir tun können, ist, dich zu verpetzen oder nicht. Ich kann auch einfach direkt zu Veronica fahren und sagen, dass ihr damit nichts zu tun habt. Du bist immer noch mein Kind. Vor der Camarilla wird deine Beichte, die du gerade ablegen willst, auf mich zurückfallen. Was ist das für eine Scheißregelung? Ich habe sie nicht gemacht, aber sie hat durchaus Sinn. Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich. Auch wenn die Kinder sagen, dass die Eltern damit nichts zu tun haben? Ich meine, ich bin keine 3 mehr. Ich habe dafür Sorge zu tragen, dass du keinen Scheiß anstellst. Und ich hätte mir niemals träumen lassen, dass du so etwas tust. Und hätte John mir nicht zu viel genommen, hätte ich vielleicht das früher gesehen. Ja, ist doch eine Scheißregelung. Gott, bin ich froh, dass ich kein Teil der Camarilla bin. Wobei, ist Angela genauso dann auch dran, wenn Adam die Sache durchzieht? Weil sie ist ja schließlich sein Kind. Oder gilt das nur andersrum? Adam ist verantwortlich für das, was Angela tut. Allerdings sind sie beide nicht Teil der Camarilla. Daher nur rudimentär wichtig. Wobei, wenn ich sowas getan hätte, würden die mir natürlich auch auf dem Schaffel stehen. Nehme ich an. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer als bei euch, oder nicht? Weil ich ja keinen Schutz der Camarilla genieße. Es gibt eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit wofür? Wie Sam das bekommt, was sie möchte. Ich verstehe nicht ganz. Sie möchte frei sein. Möchte mit uns beiden nichts zu tun haben. Und mit der Camarilla nicht. Richtig. Ich möchte euch da nicht mit reinziehen. Das ist zu spät. Da bist du endlich ein erwachsener Mensch, kannst endlich deine eigenen Entscheidungen treffen. Und dann passiert so eine Scheiße und bist wohl wieder nur das unmündige Kind von irgendjemandem. Ich hasse es. Du bist nicht unmündig, was mich angeht, das weißt du hoffentlich. Das hilft mir doch jetzt in dieser Situation nicht. Was willst du? Du musst dir bei der Sache irgendwas gedacht haben. Ich wollte Rache. Und ich wollte, dass er leidet. Das hat er. Ich möchte nicht wissen, wie viele Familien er damit zerstört hat. Wie viele Menschen da draußen um geliebte Angehörige, um Söhne, um Brüder trauern und nicht wissen, warum sie ihnen genommen worden sind. Nur weil ich es gewagt habe, mich auf einen Drink einladen zu lassen oder mit einer Person zu tanzen oder vielleicht habe ich auch mal jemanden nur angesehen,
Und das hat sein Todesurteil bedeutet. Was möchtest du? Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen, bevor wir uns überhaupt jemals getroffen haben. Das geht nicht. Das weiß ich. Ich glaube, dies ist ein wichtiger Moment, Sam. Einen, den wir beide nicht hatten. Und das ist meine Schuld wiederum. Angela geht aus dem Raum raus. Ohne was zu sagen. Ich habe dich nicht gefragt, ob du das sein möchtest, was du jetzt bist. Ja, das hast du nicht gefragt. Ich kann es nicht rückgängig machen, Sam. Ich kann dir dein menschliches Leben nicht zurückgeben. Ich weiß. Bin schuldig, was das angeht. Kannst du mir das verzeihen? Ich weiß es nicht. Ich habe über die Frage schon so oft nachgedacht. Ich weiß es nicht. Ich würde alles tun, um den Klüngel zu beschützen, das weißt du. Und ich würde noch viel mehr tun, um dich zu beschützen. Dafür, das weißt du auch. Es war manchmal schwierig, das zu glauben, aber im Prinzip, ja, weiß ich es. Nun ist die Frage... Wahrscheinlich. Möchtest du mit jemandem, der schuldig geworden ist, in dieser Wahrheit zusammen sein oder nicht? Es gibt keinen anderen Ausweg. Es ist ein Ja oder ein Nein und ich gebe dir jetzt die Chance, die du vorher nicht hattest. Wenn du allein sein willst, lasse ich dich frei. Es liegt an dir. Angela und ich wollen bestimmt, also ich will auf jeden Fall, dass du da bleibst. Was ist deine Entscheidung? Wir sollten sie schnell treffen. Gehen. Wir hängen ja alle drin. Was wir anbieten, ist eine Familie. Eine Familie, die brüchig ist, die ich mit Füßen getreten habe. Das war gestern. Es ist jetzt die Entscheidung. Willst du dazugehören oder nicht? Das gleiche, was ich Angela vor ein paar Wochen gefragt habe. Was ich dich schon lange hätte fragen sollen. Es ist für mich keine Familie. Dann ist deine Antwort nein. Ja. Dann lasse ich dich hiermit frei. Du bist nicht mehr mein Kind. Bist für deine eigenen Sachen verantwortlich. Ab sofort haben wir nichts mehr miteinander zu tun.
Lebt wohl, Sam. Lebt wohl. Dreht sich um und geht raus. Wo Angela steht. Ich weiß nicht, reagiert da irgendwie auf sie? Ja, du siehst, dass da das Blut angelaufen ist in den Augen. Blutige Tränen neben die Wange runterrennen, die schnell wieder wegwischt. Sie ist frei. Lass uns gehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nichts mehr mit ihr zu schaffen haben und sie nicht mehr mit uns. Und man, du kannst das einfach so entscheiden für alle aus dem Klüngel? Nein. Aber ich bin ihr Sire gewesen. Und das kann ich entscheiden. Aber ich habe gar nichts, ich habe nichts entschieden. Sie hat entschieden. Man merkt, dass Angela so ein paar Mal ansetzt, um was zu sagen, aber im Endeffekt fällt ihr einfach nichts Passendes ein. Ich werde sie in Ruhe lassen. Ich werde sie nicht wiedersehen. Das heißt, sie ist jetzt auch nicht mehr an unserem Unterschlupf willkommen? Ich denke nicht, dass sie das möchte. Zurückkommen. Das hat sie gerade klar und deutlich gemacht. Ich gehe erst mal mit Andrew mit. Aber... Ja, du merkst, dass ihm das Gehen auch schwer fällt. Dann würde ich ihm, wenn ich denke, dass es zu schlimm wird, auch anbieten, ihn ein bisschen zu stützen. Ich habe ein ernstes Wörtchen mit John zu reden. Wenn wir nur wüssten, wo er gerade ist. Bin mir sicher, wenn ich eine Nachricht für ihn beim Dicken hinterlasse, dass er das rauskriegt. Du. Okay. Komm, wir fahren. Wo ist Bruce? Den habe ich nicht mehr gesehen. Ist Bruce abgehauen oder steht er auch noch da irgendwo? Nee, der ist auf jeden Fall weg. Okay. Der ist schon lange weg. Lass mich besser fahren. Ja, und so fahren Angela und Andrew zurück zum Unterschlupf. Bruce läuft ziellos durch die Stadt, wahrscheinlich nach Hause. Isaiah hält sich seine gerötete Wange, die nur gerötet ist, weil er vielleicht gerade einen Blutpunkt nicht Blutpunkt, aber weil er einen Rouse-Test kurz würfelt, damit sie rot werden kann. Und beim nächsten Mal steht das Elysium an. Und das wird jetzt doppelt und dreifach spannend bei der Konstellation, die wir da jetzt gerade haben. Ja, ich hätte auch nicht gedacht am Anfang dieser Session, wie diese endet. Ziemlich, ziemlich heftig. Aber so ist das Vampirleben nun mal. Zum Glück ist der Titel weiterhin passend.
Ja, richtig, ja. Obwohl das Thumbnail nicht so ganz, aber gut, das kann man ja trotzdem lassen. Ja, tja. So funktioniert das, wenn man Leute tötet in der World of Darkness. Aber auch Leute, die es verdient haben. Ja, beim nächsten Mal wird das spielen wir Weihnachten, also das Elysium. Da werden alle Leute, die bis jetzt mitgespielt haben, außer Züdi. Züdi ist heute aus, habe ich angeschrieben heute, die ist aus gesundheitlichen Problemen auch nicht mehr dabei. Die kann das nicht mehr leisten, irgendwie auf aktuell zu bleiben und mitzumischen. Aber ihr Charakter Amanda wird auf jeden Fall in der Welt bleiben und weiter agieren können. Allerdings alle anderen Charaktere werden in der nächsten Folge alle zusammen hier sehen, sichtbar sein, hier mitmachen. Das heißt, wir haben dann eine richtig, richtig große Runde und schauen dann mal, was auf dem Elysium passiert, wenn die Anarchen rund um Adam mit ihrem ganzen Zorn gegen die Camarilla auf dieser Veranstaltung auftauchen, vielleicht mit Bruce dabei. Wie Jelly da reinpasst, wissen wir noch nicht. Ronan wird auf jeden Fall anwesend sein und seine Stimme abgeben können. Isaiah wird zwischendrin noch versuchen, ein paar Stimmen zu fangen. Meine lieben Mitspieler, mein lieber Spielleiter, richtet euch schon mal auf die ein oder andere Privatnachricht ein. Mit Dingen, die Isaiah euch anbietet und erzählt für eure Stimme. Ja, die können wir dann ja am Anfang der nächsten Session dann auch zusammenfassen. Es kann dann sein, dass die ein bisschen länger wird auch, weil wir dann ja auch so viele Extraspiele haben und da gibt es ja einige Plots, die man noch zusammenführen kann, soll, muss. Und das Wiedersehen zwischen Andrew und Samantha auf dem Elysium wird vielleicht auch und interessant. Adam und Angela. Angela. Ja. Und dann schauen wir mal, wie der Chat das hinbekommt. Also nicht die Katze, sondern der jetzige Chat, dass Jelly, die eigentlich gar nicht beim Elysium dabei sein kann, Prinz wird. Ich glaube da ja noch nicht so richtig dran, aber naja. Oh Gott, Feder hat sich ja vorhin schon verabschiedet. Die wird mich umbringen. Ich erwarte auch Brandnachrichten von Feder. Das war aber auch... Ja. Also es war, beim nächsten Mal sind dann Feder und Ririon noch Extraspieler hier dabei. Und auch noch der Pölle. Obwohl er bis jetzt noch keinen Einsatz hatte, aber er hat immerhin einen NPC-Spielercharakter, der die ganze Zeit agiert im Hintergrund, auch wenn er noch nicht dabei war offiziell. Der wird aber dann auch hier erscheinen und seinen Charakter spielen und auch agieren während des Elysiums. Und dann schauen wir mal, was da so alles herauskommt und ob Isaiah das schafft, Sabra zur Prinzen zu machen oder ob doch Veronica oder Alan Skillman oder Jelly oder Sam oder Dr. Angela zum Prinzen werden. Ich lasse mich auf jeden Fall vorschlagen. Und abgeschmettert. Und natürlich sind wir auch alle gespannt darauf, wie die Gang ihr Massaker anrichtet. Und ja, Angela hat dann eine dicke Faust, die sie zeigen kann, wenn sie da die Gänge alle hat. Gut. Ja. Ein bisschen vielleicht. Viele, viele Fragezeichen vor der nächsten Session. Die wird sehr groß und das passt auch ganz gut, denn die nächste Session ist auch gleichzeitig unser einjähriges Jubiläum. Denn also bis auf einen Tag genau haben wir dann mit dieser Runde begonnen, mit dem Preload von Samantha. Und ich finde, das passt ganz cool, nach einem Jahr dieses Full-Event mal zu machen und richtig schön Politik zu spielen, obwohl wir das am Anfang alle gar nicht wollten. Aber ich denke, irgendwie, wenn ich in die Gesichter hineingucke, es macht trotzdem Spaß. Und ja. Cool. Danke, dass ihr das so mitmacht. Und danke da draußen, dass ihr das so toll findet und so fleißig im Chat agiert. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr es später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter. Wer soll Prinz werden?
Von wem glaubt ihr, dass Isaiah die Stimme noch fangen kann? Ja. Und auch danke an dich fürs Leiten, wie immer. Oh ja. Oh ja, danke, dass du uns diese Sandbox gibst, in der wir so schön rumplatschen können. Ja, und ja, cool. Wenn ihr noch mehr Streams gucken wollt, außer Vampire, noch andere Sachen, aber auch andere Vampire-Streams, dann schaut doch mal über auf dem Nerdpol vorbei. Über Feramin läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da könnt ihr einen Streamkalender sehen, wo jeden Tag Streams eingetragen sind. Oder ihr folgt dem Nerdpol einfach auf Twitter. Da ist auf jeden Fall auch jeden Tag angekündigt, was es da so gibt. Und ja, wann gibt's denn das nächste Mal was mit Feramin zu sehen? Ich schaue gerade in meinen Kalender, aber soweit ich das weiß, tatsächlich erst am 16. mit Dark Ages, also Vampire Dark Ages bei Rerion. Die transsilvanischen Chroniken. Also auch Vampire, aber diesmal in den dunklen Zeiten. Ja, transsilvanischen Chroniken, eine ganz bekannte Kampagne für Vampire. Und wenn ihr da wissen wollt, was Feramin da für einen Charakter spielt und ihr das noch nicht geschaut habt, jetzt eure Chance nochmal dann beim Rerion reinzuschauen. Wenn ihr das hier später auf YouTube schaut, dann ist da oben in der Ecke ein i, da könnt ihr draufklicken, da habe ich euch dann den Kanal von Rerion auch verlinkt. Also der Weg ist kurz. Ja. Ist der Raigoa immer noch Koala-exklusiv unterwegs? Ich bin weiterhin Koala-exklusiv. Nee, das ist einer, dem letzt Loki abgesprungen ist und Loki woanders noch mitspielt. Einer, der mir ja, die Stange hält. Ich bin halt hier und ich habe dann irgendwie Real-Life-Runden und dann habe ich so einen Vollzeit-Job und dann war es das auch schon. Wo sieht man Kakko denn das nächste Mal? Ja, tatsächlich, da einige Termine jetzt weggefallen sind, nicht auf dem Kanal von Mischka oder bei Quantum. Da ich glaube, unsere Schattenjäger-Runde leider ausfallen musste, sieht man mich das nächste Mal, glaube ich, auf meinem eigenen Kanal. Obwohl, ich glaube, die Runde fällt aus. Nee, die nächste erst. Die nächste, die am 26. die Spoil-Runde würde ausfallen. Ah, okay. Dann sieht man mich trotzdem mit der Spoil auf meinem Kanal. Am 12., glaube ich. Am 12., richtig. Ja. Und danach am 19. für Starfinder nochmal. Richtig. Ich schau mal kurz, ob ich... So. Jetzt kriegt ihr als Twitch auch im Chat, wo ihr den guten Kakko auf YouTube findet. Yeah. Und auch auf YouTube oben auf MI ist er dann auch verlinkt. Ja, und Linio, wo findet man Linio? Ja. Auch beim Sprawl und noch einen Tag davor, am Mittwoch, dem 11., geht's mit Dungeons & Dragons weiter. Storm King's Thunder, die Kampagne auf dem YouTube-Kanal von Claudine. Claudine spielt, heißt der Kanal. Richtig. Und immer einen Blick wert, kann ich nur empfehlen. Auch den verlinke ich euch, wenn ihr es später auf YouTube schaut. Den kann ich jetzt hier in den Bot leider nicht eintippen, weil ich Claudine nicht drin habe. Aber zumindest, wenn ihr Lilios Kanäle schauen wollt, dann wisst ihr jetzt auch, wo man sie findet. Ja. Dankeschön. Gut, also in 2 Wochen gibt es dann hoffentlich... wird keiner krank und hoffentlich fällt es nicht irgendwie andersweitig aus. Eine Riesenrunde Vampire Masquerade V5, Jubiläum, Elysium-Folge. seid alle mit dabei, feiert mit Jubiläum. Uns. Jubiläum. Jubiläum. Schöne Folgentitel, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Den Segen der Nacht wünschen wir euch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.